Mittwoch, 23.10.2019. Moin, hier ist wieder mal Kirsten Becker und zwar diesmal mit meiner Geschichte, die ich schon am 2.05.2019 veröffentlicht habe unter dem Titel Eine Zeit ohne Frieden. Ich möchte dies nochmal als ganzen Film jetzt veröffentlichen, aufgrund der Tatsache, dass ich in den letzten Monaten beobachtet habe, dass viele ähnliche Geschichten passieren, dass Menschen mit Gewalt ihren Willen aufzwingen, es Kriege stattfinden, unschuldige Menschen sehr viel Leid zugefügt wird, die Macht um sich zu greifen droht, also die dunkle Macht, kann man sozusagen. Ich habe die Wahl, wie ich mitgehe, ob ich da mitmache bei dieser Gewalt oder auch nicht. Und meine Geschichte möchte ich hier auf diesem Wege nochmal veröffentlichen, weil sie genau zeigt, wie alles anfing und wie es endete. Es kann nicht sein, dass ich aus Angst auch zu Gewalt greife oder zu Gewalt übergehe. Und ich beobachte dies immer mehr. Und dieser Film zeigt, dass ich jederzeit die Wahl habe, ob ich mitmache oder nicht. In der Hoffnung, dass ich mit meiner Geschichte auch etwas zum Besseren wenden kann und die Menschen zum Aufrütteln bringe oder zum Aufwecken bringe und ihnen zeige, hallo, das geht doch gar nicht, denn es gibt nie Gewinner in so einer Geschichte. Irgendwann kommt der Tag, wo ich für die Taten, die ich gemacht habe oder für diese bösen Dinge, die ich gemacht habe oder was ich jemandem anders angetan habe, eben halt Rechenschaft ablegen muss, beziehungsweise ich ernte das, was ich aussehe. Vieles kann schon im Vorfeld verhindert werden, vieles wird nicht verhindert aus Angst, weil wenn ich nicht mitmache, dann passiert mir vielleicht auch viel Schlimmes, was ich unter anderem auch in meiner Geschichte erzählt habe. Ein Birnbaum erzählt von Krieg und Frieden, von dem großen Mut meines Großonkels Martin, ja, der kleine Bruder meiner Oma, der sich auch im Zweiten Weltkrieg geweigert hatte, jemandem etwas Böses anzutun. Gut, er wurde dann strafversetzt nach Stalingrad und hat wie ein Wunder überlebt. Also überlegt es euch. Und ich möchte diese Geschichte zum Nachdenken bringen, denn ich habe immer wieder in den letzten Monaten gehört und gesehen, wie viele Dinge sich, ja, eigentlich fast die gleichen Geschichten überall ausgebreitet haben und immer wieder das Gleiche. Es fängt mit Drohnen und Terror an und muss das sein? Nein, es muss nicht sein. Gemeinsam können wir friedlich nebeneinander herleben und ja, hört es euch an. Einige von euch kennen meine Geschichte schon und ja, ich möchte damit etwas bewirken. Denn wenn Einsicht in unserer Geschichte passiert wäre, wäre es gar nicht so weit gekommen, wie es jetzt gekommen ist. Ich habe die Wahl. Ne? Und es ist auch ganz genau zu sehen, wie aus vielleicht einem liebenswürdigen jungen Mann, ja, wie er dazu gezwungen würde, auch Böses zu tun, obwohl er sich am Anfang geweigert hat. Aber er hätte sich auch Hilfe holen können und dann wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen. Ja, zum Nachdenken, meine anschließende Familiengeschichte mit schönen Fotos. Ich verlinke das nochmal unten, wo ich die schönen Fotos, an welcher Stelle ich die veröffentlicht habe. Und nun, ja, vielleicht ist dir dasselbe passiert, denn zufällig hörst du dir jetzt nicht genau in diesem Moment meinen Film an. Lieben Gruß von Kirsten. Thank you.
Familienglück im eigenen Heim, Oktober 1955. Diese schönen Worte schrieb mein Opa auf dieses wirklich wunderschöne Bild, wie ich finde. Es folgten viele Jahre des Glücks. Meine Mama ist hinten rechts, vorne mein Onkel Manfred, rechts daneben meine Tante Lilo, die schon verstorben ist. Meine Oma hatte das große Glück, bis 2001 glücklich in diesem Haus zu wohnen. Auch wir wohnten eine Weile damit. Das beschreibe ich aber nochmal ausführlich. Und 2007 nahm dieses Glück ein jähes Ende. Es ist traurig, was ein böser Mensch schafft, was er für einen Rattenschwanz an Negativität hinter sich herzieht, wie er aus einer wunderschönen Umgebung was Trauriges machen kann. Und uns, wir konnten nur zusehen, wie unser Haus nach und nach, ja, zerstört worden ist. Die Mauern stehen zwar noch, aber das Wohnen ist nicht mehr so schön wie früher. Weswegen, warum, das beschreibe ich jetzt in der nachfolgenden Geschichte. Und es hat auch was mit Narzissmus zu tun. Und aus diesem Grund möchte ich diese Geschichte veröffentlichen, vielleicht um wach zu rütteln und die Menschen zum Umdenken zu bringen. Wer liebt, der führt keine Kriege. In diesem Sinne, hier meine Geschichte. Es ist schon erstaunlich zu sehen, wie ein Mensch es schafft, einen Krieg anzufangen. Wie ein Mensch andere Menschen, die liebevoll sein wollen, dazu bringt, negativ zu sein. Wie ein Mensch es schafft, kleine Kinder zum Beispiel, das eigene Kind, dazu anzustiften, boshaft zu sein. Komm, wir sind jetzt mal ganz laut und springen und hopsen rum, damit sich die Nachbarn dolle ärgern. Oder einen kleinen Jungen zu zwingen, über die Hecke zu rufen, da ist ja die böse Nachbarin. Der Junge, der dieses Erlebnis überhaupt nicht verkraftet hat, nur weint nach Hause gelaufen ist und die Mutter, die mich später kontaktiert ist, hat total verzweifelt war. Ein böser Mensch schafft es, einen lieben Menschen zum Krieg zu führen. Wenn der keinen inneren Willen hat, es nicht zu machen. Er schafft es, Dinge anzurichten, die ein Mensch, der liebt, nie für möglich halten würde. Dies und mehr haben wir in den letzten Jahren erlebt von 2007. Es ist unglaublich, als Außenstehender mitzuerleben, wenn man so viele Jahre Frieden hinter sich hat, mitzuerleben, wie schnell es zum Krieg kommen kann. Und das war nur im Kleinen, was wir erlebt haben. Aber mit dem Endergebnis, dass sie durch ihre falschen Umbauarbeiten dafür nun gesorgt haben, dass wir Tag für Tag alles mitkriegen. All diese Dinge hätten auch verhindert werden können. Die unzähligen Wutanfälle, Attacken, Rufmord, Körperverletzung, Sachbeschädigung und. Wenn ich jetzt zurückdenke, was wir alles erlebt haben und immer noch im Haus bin und feststellen muss, das kann nicht sein, ich träume nur und es ist leider wahr. Ich hoffe sehr, dass ich mit diesen Worten oder mit dieser Geschichte, die jetzt nachfolgend kommt, allen Menschen Mut machen kann, nicht mehr zu schweigen, die Geschichten zu erzählen, dafür zu sorgen, dass sich die Gesetze ändern, damit solche Menschen gar nicht so weit fortschreiten können. Ich wünsche mir, besonders auch für meine Mutter und mich, dass eine Lösung gefunden wird von der anderen Seite. All das, was zu großen Störungen führt, wieder zu richten, dafür zu sorgen,
dass auch wir wieder entspannt leben können. Alles andere, was wir erlebt haben, was sie uns angetan haben, kann man nicht mehr ändern. Damit müssen wir leben. Mal besser, mal schlechter. Aber man sollte sich halt nicht von dem Negativen runterziehen lassen, was manchmal nicht leicht ist. Aber ich hoffe, dass dieser Film aufrüttelt und sich die Verantwortlichen endlich dazu durchringen, es zu ändern. Vieles hätte von Anfang an geändert werden können. Vieles hätte gar nicht so weit kommen können oder brauchen, wenn sie auf uns gehört hätten. Aber wie heißt es so schön? Meine Fru, die Ilsebill, die will nicht so, wie ich gern will. Dieses Märchen kennt, glaube ich, jeder von dem Fischer und seiner Frau. Und so ähnlich ist diese Geschichte auch. Traurig, aber leider wahr. Eine Zeit ohne Frieden lag hinter meinen Großeltern und sie waren glücklich, dass sie einen schönen neuen Ort gefunden haben, wo sie in Frieden, Harmonie und Liebe leben konnten. Dass diesmal ein jähes Ende nehmen sollte, hätte keiner von uns gedacht. Aber es sollte genau so kommen, über 60 Jahre später. Wie ich schon in meinem Video beschrieben habe, ein Birnbaum erzählt von Krieg und Frieden oder das geteilte Deutschland, haben meine Großeltern sehr viel Schlimmes hinter sich. Meine Oma hat den Bombenangriff auf Dresden überlebt, war eine mutige, tapfere Frau, hatte ihr drei kleine Kinder, musste unter anderem in Dresden durch Druck und Stress und Terror sehr viel Schlimmes erleben. Sie musste die Verstorbenen aus den Kellern rausholen, das war nicht gerade schön. Sie wurde bedroht, angegriffen, als sie Russen kam. Sie hat es einer tapferen Frau zu verdanken, dass sie überlebt hat. Und sie sah keine andere Möglichkeit als die Flucht. Alles stehen und liegen zu lassen und auf Flucht zu gehen mit ihren drei kleinen Kindern. Von dieser Flucht hat sie nie was erzählt. Aber es muss was ganz Schlimmes passiert sein. Also der Anfang, der ging durch den Wald durch. Wie ich das halt, ihr könnt euch das genauer anhören, wie gesagt, im Birnbaum. Ein Birnbaum erzählt von Krieg und Frieden. In Kiel dauerte das auch sehr lange, ehe sie eben halt ein schönes neues Heim hatten. Hier sitze ich in der Wohnstube. Genau vor 60 Jahren, oder mehr gesagt 1955, ist dieses Bild entstanden. Sogar die Lampen meiner Großeltern hängen hier immer noch. Wir haben links und rechts die gleichen Lampen. Und aus diesem Grund sitze ich hier, um eine Geschichte zu erzählen, die so unglaublich und so unfassbar ist. Zu dem damaligen Zeitpunkt 2007 wusste noch keiner, was Narzissmus ist. Wir wären nie auf die Idee gekommen, dass es Menschen geben würde, die so voller Boshaftigkeit und Hass sind, keine Liebe. Ich habe immer gedacht, dass man mit Gesprächen und liebevollen Miteinander alles regeln kann. Ich bin auch noch nie konfrontiert worden mit Menschen, die eigentlich ganz gezielt, ganz bewusst einem Ärger bereiten. So wie es im Krieg auch. Es gibt immer Menschen, die liebevollen Menschen das schöne Zuhause zerstören und vieles mehr. Warum das so ist, werde ich nie begreifen. Und auch die Geschichte mit Narzissmus, die verbreitet sich ja auch immer mehr. Das sind, wie gesagt, Menschen, die sind hervorragende Schauspieler, die können dir aber so viel Stress und Ärger bereiten, dass es einfach unglaublich ist. Und dieses Video mache ich unter anderem einen Grund auch, weil es Gesetze gibt, da wird erst geholfen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Egal wie oft man zur Polizei geht, wie oft man Hilfe braucht. Und hier an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die zahlreichen Polizisten, die uns in der Vergangenheit immer wieder geholfen haben, uns immer wieder Mut gemacht haben, denen die Hände gebunden sind durch ein Gesetz, was besagt, erstens, es darf erst was getan werden, wenn mir was passiert ist. Also wenn ich eine sichtbare Verletzung habe, eine Stichwunde oder sonst was, seelische Verletzung, wie gesagt, Drohungen, Wutanfälle, all diese Dinge, die verlaufen im Sande. Man kann zwar immer wieder zur Polizei gehen,
Aber es passiert halt nichts. Und dann, was mich natürlich auch fassungslos gemacht hat, ist die Tatsache, dass Behörden auch anscheinend ganz bewusst die Tatsachen oder Fakten nicht notieren, die verschwinden, die Akten verschwinden in der Versenkung. Ich habe jetzt nun die letzten Jahre recherchiert und musste mit Erschütterung feststellen, dass viele, viele Unglücke hätten verhindert werden können, wenn eingeschreiten wäre. Auch was mich sprachlos macht, zum Beispiel mit dem Ordnungsamt, dass Menschen anscheinend nicht schnell geholfen wird, sondern ja gut, die armen Tiere schon. Da gibt es dann auch Unterschiede. Na gut, auf jeden Fall waren meine Großeltern ja glücklich. Meine Oma hat hier viel getan. Hier an dieser Stelle war ein Riesenschutthaufen. Im Krieg ist das, wie gesagt, alles ganz kaputt gemacht worden. Und sie war tapfer, mutig, auch mein Opa. Und ich habe es in dem einen Video, ein Birnbaum erzählt von Krieg und Frieden, ausführlich beschrieben. Na gut. Und es war hier Lachen, Fröhlichkeit. Gut, mein Opa hatte leider keine lange Freude an seinem neuen schönen Zuhause, weil er 1966 verstorben ist. Aber er war schon glücklich, als er in seinem schönen Garten war, der übrigens immer noch da ist. Auch die Platten gibt es tatsächlich noch, die habe ich letztes Jahr hochgeholt. Vorgarten, da gibt es natürlich auch einen kleinen Unterschied. Das war 1995. Da ist die Ligusterhecke, die weißblühende Ligusterkette, gerade angepflanzt worden. Und das ist 1996, ein Jahr nach meinem schweren Verkehrsunfall. Da war ich mit meiner Sprint auf dem Weg nach San Remo, bin noch mal kurz bei meiner Oma vorbeigefahren und habe ihr Tschüss gesagt. Da sieht man ja, wie schön hoch die Hecke geworden ist. Also eine Hecke, die über 60 Jahre alt ist. Ich werde ganz gezielt, weil es gibt ja nun die neuen Gesetze. Ich darf ja auch nicht sagen, das ist ja auch ein Ding. Wer mir Schaden zufügt, egal wie oft, darf ich auch nicht sagen. Ich darf nicht sagen, der und der hat mir wehgetan, was sich auch widerspricht. Denn wenn ich kleinen Kindern in der Schule sage, wie die sich wehren gegen Attacken, das heißt, wenn ein kleines Kind meinetwegen von einem Menschen böse behandelt wird und er kennt diesen Menschen oder sie, kann sie sagen, halt, stopp, Herr so und so oder Frau so und so, lassen Sie mich in Ruhe. Und wenn dann auf der Straße jemand läuft, den das Kind vielleicht kennt, dann kann sie sogar den mit einbeziehen, sagen, Frau so und so, sind Sie bitte so nett, Frau oder Herr so und so, belästigt mich oder pöbelt mich an oder so. Tue ich das als Erwachsener, wenn ich den Namen sage, kann ich bestraft werden. Unglaublich, aber wahr. Wenn ich sage, der und der hat uns ganz, 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 ganz viel Leid zugetragen, kann ich dafür bestraft werden. Kann ich nicht nachvollziehen, ist aber so. Besonders in Deutschland. Ich weiß von einer Freundin, die eben halt in einem anderen nordischen Land wohnt, da wird das anders gemacht. Da wäre wahrscheinlich auch das, was wir alles erlebt haben, nicht passiert. Nun gut, es war eine schöne Zeit. Meine Oma genoss ihr neues Zuhause. Diese Treppe wird noch viele, viele Jahre später eine große Rolle spielen, was leider nicht so schön ist. Es ist also eine Doppelhaushälfte, wenn man das jetzt noch verlängert, hier oben im Spitzdach. Hier in der Mitte geht es dann runter. Hier, wo das meine Oma und mein Opa, das ist unsere Hälfte, die andere sind die Nachbarn. Die Nachbarn auch, das waren ganz liebe, das waren auch ja, Vertriebene oder Flüchtlinge, die haben in Rheinsberg gewohnt. Könnt ihr das vorstellen? Jeden Tag lachen. Du bist fröhlich, du bist im Garten, es ist alles nur schön. Und nach dem Tod meines Opas sind, wie gesagt, meine Mutter und mein Bruder und ich hier mit eingezogen. Wir haben hier eine wunderbare Kindheit erlebt im Garten. Es war einfach nur schön. Hatten unsere Schaukel, Sandkasten, alles. Es war wunderbar. Wie wir dann größer wurden, wurden wir natürlich flügger. Und es wird auch zu eng hier in diesem Haus für uns alle. Weil früher hat man ja ganz wenig Braun gebraucht. Bräuchte ich jetzt auch schon wieder. Weil wenn man älter wird, dann braucht man auch nicht so viel. Und es war herrlich. Wir haben eine wunderbare Zeit gehabt. Meine Oma hatte das große Glück, ihr schönes neues Zuhause noch sehr, 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 sehr lange zu nutzen.
Sie ist 2001 verstorben mit fast 94 Jahren. Also im Juli 2001 ist sie verstorben Ende und wäre am 8.11.94 geworden. Ja, und dann bin ich hier eingezogen. Auch eine völlig schöne Zeit, viele Freunde zu Besuch gehabt. Dass das je enden würde, hätte ich nie gedacht. Aber es sollte so kommen, 2007. Da sind so viele Sachen passiert, wo ich sage, das muss ich jetzt erzählen, es wird Zeit. Es war schon vorauszusehen, als ein junges Pärchen mit einem kleinen Mädchen das Haus hier besuchte. Es ist ja so, man spürt Gefahr, man merkt, irgendwas stimmt da nicht. Und es stellte sich sehr früh raus, dass die junge Frau immer wieder Wutanfälle hatte. Ausgerastet ist, Wutanfälle hatte, was ziemlich dramatisch dann auch noch war. Es wurde bewusst irgendwie auf Isolierung verzichtet. Früher konnten wir hier sitzen, drüben konnten die Nachbarn sitzen, mit ihren Freunden, wir haben nichts gehört. Es war ganz entspannt. Aber es sollte sich ändern. Ich war ein paar Tage in Urlaub, ich kriegte das hier so mit, das neue Einzogen. Ich habe mich schon gefreut, ich denke, ach schön, nette junge Leute. Aber da war dieses Gefühl, dieses unangenehme Gefühl. Und was mich dann auch aufhorchen ließ, war die Tatsache, als der Bruder des jungen Mannes, der eigentlich sehr schüchtern wirkte, sehr ruhig wirkte, erzählte, der wohnte wohl auch ein paar Nachbarstraßen weiter, wie er denn gerade sich mit seinen Nachbarn angelegt hätte. Sie hätten sich beschwert, dass es so laut wäre. Und dann sagte er dann nur, ja, dann habe ich extra laut gemacht. Ich gucke ihn nur an, das ist nicht ihr Ernst, habe ich gesagt. Ein liebevolles Miteinander ist doch viel schöner. Wieso stressen Sie den anderen? Wieso hören Sie sich das nicht selber an, dass Sie meinetwegen rübergehen, während die gleiche Tätigkeit Ihre Frau auf der anderen Seite tut oder so, um sich eben halt einen Blick dafür zu erhaschen? Und ich habe nur dieses ungute Gefühl, wurde immer mehr und immer mehr, was mich auch dermaßen erschütterte, dass die Frau sich auch überhaupt nicht in der Gewalt hatte. Die Wutanfälle waren extrem, die immer sehr extrem gegen ihre Familie, gegen ihren Mann, gegen ihre Tochter. Kaum war der Mann aus dem Haus, da wurde die Kleine angebrüllt. Also es war entsetzlich. Ja, und dann kam es zu einem, sie waren gerade 4 Wochen eingezogen. Ich konnte mich noch nicht dran gewöhnen. Also wenn man jetzt über 60 Jahre hier wohnt, hier seine Kindheit erlebt hat und alles durch hat und auch die Tatsache, wenn meine Nachbarn, die zum Schluss, wie gesagt, war meine liebe Nachbarin da, die wirklich sehr, sehr gerne hier ihr Lebensabend noch verbracht hätte, aber auf Drängen ihrer Kinder das Haus verkauft hat und eben halt da, wo sie wohnte, total unglücklich war, wie sie mich später sagte. So, und nun hatte ich eigentlich gedacht, mit Gesprächen oder so kann man irgendwas regeln. Irgendwann sprach ich die neue Nachbarin dann mal an, warum sie immer so schreit und es ist ziemlich schrecklich. Und ich wies sie auch darauf hin, was sie drüben eventuell verkehrt gemacht haben, weil sie haben Laminatboden eingelegt. Ich komme zu den ganzen Häuschen, komme ich am Ende. Es geht mir eher darum, jetzt drauf aufmerksam zu machen, wie weit Menschen gehen können, um eben halt mit viel Hass und Wut ihren Willen durchzusetzen, egal wie viel Schaden sie dem Gegenüber eben halt antun. So, und also hab ich sie das erste Mal eben halt angesprochen und dann kriegte ich ziemlich pampig zu hören, ich kann hier rumschreien, wie ich will, das ist mein Ding und hör doch weg, Alte, sagte sie dann schon sehr früh. Und die anderen Beschimpfungen, die werde ich hier nicht wiederholen. Und dann habe ich noch meine Güte, so. Nun gut, es war halt so, sie haben das ganze Haus noch nicht umgebaut. Ich hatte sogar noch die Möglichkeit, ganz oben auf dem Dachboden, wo ich auch meine Schlafstätte zu diesem Zeitpunkt hatte, ein paar entspannte Minuten zu erhaschen, obwohl, wenn sie dann unten rumbrüllte, das war dann durchs ganze Haus zu hören. Es war nicht so extrem, wie es jetzt ist, nachdem sie, wie gesagt, alles umgebaut haben. Naja, und dann kam es eben halt zu dem gewissen Wutanfall, es war ein Sonnabend, zu dem ersten, wo sie auch komplett ihre Beherrschung verloren hatte. Und es war bis hier drüben zu hören, sogar bis im Vorgarten. Ich war kurz im Vorgarten und es war laut zu hören. Sie machte ihren Mann fertig, sie machte ihre Schwiegermutter fertig, schrie und brüllte darum und irgendwie wollte sie wieder ihren Willen durchsetzen. Keine Ahnung.
Und ich bin ein friedliebender Mensch und ich kann es nicht ertragen, wenn da so viel Krach ist. Es ist mir egal, was die anderen machen, aber wenn ich ständig dafür belästigt werde, es da mitzuhören, da reicht es mir so. Und ich hatte noch eine Stunde Zeit, ich hatte Freunde eingeladen, wir wollten gemütlich frühstücken zusammen. Also habe ich das getan, es platzte raus und ich habe aus Leibeskräften um Ruhe gebeten. So, dann bin ich wieder rein. Und kriegte noch mit, wie sie vollkommen schrie, wirklich komplett ausgerastet ist, ich soll weghören und. Ihr Mann und ihre Schwiegermutter waren ruhig. Dass es ihre Schwiegermutter war, konnte ich an der Stimme erkennen. Und ja, das ist auch so. Das ist, wie gesagt, früher konnten drüben ganz entspannt welche sitzen. Und du warst nicht tagtäglich dem Gespräch, musstest du zuhören, was da drüben abgeht. Ich habe immer gedacht, also was ist das für eine harte Prüfung, das kann ja nicht sein. So. Und sie schrie darum und brüllte rum. Keiner ihrer Angehörigen, weder ihr Mann noch ihre Schwiegermutter, traute sich ihr gegenüberzustellen oder zu sagen, halt, stopp, es reicht. So wenig später klingelte der Sturm an der Tür, also wirklich, ne? Und das sollte nicht das erste Mal sein, es sollte nicht das letzte Mal sein, oder es war das erste Mal, es sollte noch viel schlimmer kommen. Und sie stand vor mir. Ich konnte sofort erkennen, oha, hochroter Kopf, sie zog nervös an der Zigarette und brüllte gleich los. Ich habe gedacht, was geht denn hier ab? Das kann doch nicht angehen. Ich erkannte sofort, dass sie vor irgendwelche Probleme haben muss, denn ein liebevoller Mensch verhält sich nicht so. Nachdem ich sie, also ich musste wirklich geduldig auf sie einreden, weil sie sich sehr unverschämt fand und naja. Ich sagte, das Geschrei hört man bis auf die Straße, wir wohnen hier auch oder ich wohne hier auch. Ich wohne hier nicht alleine. Ich sage, ich habe meine Familienangehörigen, wir haben hier ein tolles Leben gehabt, über 60 Jahre und das möchte ich in Zukunft auch so haben. So, und wenn sie Hilfe braucht, ne, ich bat sie dann rein, ich sprach mit ihr und bot mir auch ihre Hilfe an, also meine Hilfe an. Ich sage, wir können Gespräche führen und, dass sie vielleicht den Grund finden, warum sie so ausfilmen, aber so geht es nicht. So, und dann saß sie da auf meiner auf meinem Sofa und kriegte dann mit, wie das Kind durchs Wohnzimmer rannte, guckte mich total entsetzt an und sagte, ist das etwa? Ja, ich sagte, das ist ihre Tochter. Also sie sprach den Namen an, aus, ich sage jetzt ja keinen Namen. Ich sage, ja. Ich sage, und da sind wir beim anderen Thema. Dann beschrieb ich ihr, wie das Haus aufgebaut ist, was sie beachten muss und sie kann nicht einfach Laminat da auf dem durchgezogenen Boden legen, da müssen Platten untergelegt werden oder diverse andere Schallisolierung, die ja in der heutigen Zeit eigentlich nicht für so viel Geld zu kaufen sind, aber sie sagte dann gleich, ja, sie hätte kein Geld und ich sage, das ist aber nicht mein Problem, aber sie können nicht alles so umhauen, wie sie wollen. Sie müssen auch darauf achten, dass ihre Nachbarn nicht gestört werden. Nun gut, kurze Rede, langer Sinn. Die Wutanfälle der Frau hörten natürlich nicht auf, also meine erste Flucht. Weil sie auch immer wieder dann, wenn wir dann am Zaun waren, anfing, uns dann auch anzupöbeln. Ich habe gedacht, meine Güte, das kann doch nicht angehen. Zu dem damaligen Zeitpunkt wusste ich, wie gesagt, noch nicht, dass es die Störung gibt, die Narzissmus heißt, wo die Menschen wirklich mit Gewalt ihren Willen durchsetzen wollen, egal wie. Ich möchte jetzt nicht ausschweifend erklären, was Narzissmus ist. Das gibt es auch zig Videos bei YouTube. Und eben halt, was uns später auch aufgefallen ist, eben halt diese ja, Persönlichkeit. Sie konnte sofort umswitchen, dass ich manchmal zum späteren Zeitpunkt dachte, Moment mal halt, die redet doch wie ich. Hä? Wieso verdreht sie jetzt komplett die Tatsachen? Konnte ich auch nicht nachvollziehen. Nun gut, also es ging aber weiter, sodass ich zum ersten Mal 2007 Weihnachten nicht hier gefeiert habe. Sonst habe ich hier meine Kaffeekränzchen gehabt, meine Adventskaffee, habe mit befreundeten Kindern, ich habe keine eigenen Kinder, hier gemütliches Adventskaffee gemacht und. Hinzu kamen auch in meinem Freundeskreis 4 Kinder, die so feinfühlig sind, die mir auch noch sehr, sehr entgegengetreten sind. Ach, jetzt fällt mir ein, na gut, das ist auch unmöglich, macht nichts. Naja, auf jeden Fall kam dann der Januar, Ende Januar. Die Lärmbelästigungen wurden mehr und mehr und mehr.
Und die Sorge um das Kind war extrem groß, weil weghören konnte ich nicht oder konnten wir auch nicht. Freunde saßen schon da, die haben nur gesagt, mein Gott, wie hältst du das nur aus? Und das ging ja noch, es war ja nun noch nicht das Ganze ausgehöhlt. Also habe ich mit einer männlichen Person aus meinem engsten Familienfreundeskreis ein Gespräch geführt mit dem Nachbarn. Er war vorher sehr uneinsichtig. Mein Bekannter, er kommt eben halt auch aus dem Handwerksbetrieb. Er ist auch Elektromeister, es sind auch Mauermeister, alles Mögliche dabei. Und wir haben ein Gespräch mit ihm geführt, worauf wir auch hingezielt haben, eben halt auf die extreme neue Lärmbelästigung im Wohnzimmer zu kommen, aber vor allen Dingen die Wutattacken seiner Frau, die Ausraster seiner Frau und auch seinem Kind gegenüber. So, er war ziemlich uneinsichtig. Ich habe ihm dann noch das Angebot gemacht, doch zu mir rüberzukommen und sich das morgens anzuhören. Er kann ja so tun, mit dem Firmenwagen rumfahren und dann, ne? Ja, aber er traute sich wahrscheinlich nicht, weil er wurde ja auch attackiert. Es gab da ja auch die schlimmsten Eheschlachten. Also wirklich, das kann man sich nicht vorstellen. Also, dass wir wirklich total erstarrt sind. Und wenn ich daran denke, wenn ich jetzt mit meiner Mutter zusammensitze und wir die letzten Jahre durchgehen, was uns alles passiert ist, das hängt ja nicht nur mit den Attacken zusammen, sondern auch, dass ganz gezielt auch unser Eigentum, mir gesagt, meine Mutters Eigentum, ganz gezielt zerstört worden ist, um nur den eigenen Willen durchzusetzen. Ne? Und dann, wenn der Willen nicht durchkam, dann gehe ich den anderen an, dann pöbel ich den anderen an, dann gehe ich auf den anderen los. So, nun gut, es tat sich nicht viel. Er war zwar nachher, nachdem wir auf ihn eingeredet haben, hat er ein bisschen Einsicht gezeigt, aber es kam nichts. Das Kind hatte auch schon nächtliche Albträume, ist auch normal, ist eine ganz normale Reaktion. Und wie gesagt, es war so schrecklich, dass ich erstmal auf eine Reise gegangen bin. Es lagen ja immerhin schon 3 Monate wirklich extremer Stress, extreme Wutanfälle und alles hinter mir, wo ich dachte, nee, wenn man hier im Frieden lebt. Und ich habe gedacht, mein Gott, ich musste immer an meine Oma denken, was hat die arme Frau früher durchgelebt? Und wieso, habe ich mich immer gefragt, wieso kann man nicht das im Guten regeln? Nun gut. Dann im April irgendwann bin ich durch den Garten, meine Mutter und ich, wir waren im Garten und da lief dann ein älteres Ehepaar, die guckten immer zu uns rüber und dann sagte die Frau immer, können Sie das verstehen, können Sie das verstehen? Später stellte sich raus, dass es wohl die Eltern der Nachbarin sind. Ich sage, was meinen Sie denn? Ja, können Sie das verstehen, können Sie das verstehen? Ich sage, ja, was denn? Meine Tochter will hier alles abholzen, diesen wunderschönen Garten, alles will sie wegmachen. Ich sage, ja, verstehen kann ich das nicht, sage ich, aber jedem das seine. Ja, aber mein Mann ist doch Hobbygärtner und er stand daneben, sah echt so aus, als soll jeden Moment losheulen würde, so total betröppelt. Ich sage, nee, kann ich wirklich nicht verstehen. Ne? Aber ich sage, wie gesagt, wenn sie das nicht leiden mag, naja, und wie gesagt, das wurde immer schlimmer. Die Wutausbrüche wurden immer schlimmer, dann riss sie was raus, dann pöbelt der Mann rum, sie wollte das haben, denn erst sind sie gegeneinander. Und ich habe gedacht, wie kann man leben? Einen Lebensrhythmus gab es nicht mehr so richtig. Naja, und anlässlich eines furchtbaren, wirklich furchtbaren Ausbruches, wo meine Mutter auch hier wohnte, weil es kam ja auch hinzu, meine Mutter wollte ich zu mir holen. Eigentlich wollte sie ja auch zu mir ziehen, es zog sich aber noch ein bisschen in die Länge. Gott sei Dank, sagen wir heute. Und da waren erst die Nachbarn zuerst da. Na, und nach diesem heftigen, wirklich heftigen Eheschlacht, kann man schon sagen, sind wir am nächsten Tag rüber. Die Frau saß auf dem Sofa, pöbelte auch nur gleich rum. Der Mann saß total betröppelt auf dem Hocker und ehe wir erstmal da einigermaßen eine glatte Regelung hatten, es war unglaublich. Ich habe nur gedacht, mein Gott, was hat die Frau für Aggression? Das gibt's doch gar nicht. Und wir haben dann klipp und klar gesagt, so geht es wirklich nicht. Also, sie sind hierher gezogen, es kann nicht sein. Ich meine, wenn sie sich drüben streiten wie die Kesselflicker, ist es vollkommen egal. Aber wir haben keine Lust, Tag für Tag Zeuge davon zu sein. Meine Mutter hat dann nochmal gesagt, worauf er achten muss, was er ändern muss und also. Und er saß dann total betröppelt, ja, gib mir 1.000 Euro, dann mache ich das. Ich sage, Sie können doch nicht irgendwas machen.
scheißegal, ob die Nachbarn extreme Lärmbelästigung ertragen müssen, das ist scheißegal, macht überhaupt nichts, wir machen es trotzdem. Und hinzu kam, dass er eigentlich auch, sagen wir mal, aus dem technischen Bereich kommt oder mir gesagt, aus der Bauphase. Ich werde da jetzt auch nicht direkt drauf eingehen. Auf jeden Fall arbeitet er in einem Bereich, wo es um Heizung geht, wo es um Bäder geht. Und jeden Tag stand er halt auch mit dem Lieferwagen seines Chefs vom Haus. Und da lächelt dann auch so ein nettes Gesichtchen runter. Und eigentlich müsste er wissen, um was es geht. Und dann sagte er dann auch nur, ja, und irgendwann wollen wir denn da oben auch ein neues Bad hin machen. Und meine Mutter, um Gottes Willen, ich hoffe, es wird nicht so, wie sie diesen Fusch hier im Wohnzimmer gemacht haben. Ne? Nein, ihr könnt euch darauf verlassen, wir machen das nicht. So, naja, und sie, wie gesagt, für sie, also sie kriegten wir kaum beruhigt. Und dann hatten wir, wie gesagt, eine Weile Ruhe, bis es weiterging. Bis es die Wutanfälle im August wieder losging. Ne? Sie wollten uns zwingen, zu einer, im Außenbereich sollte eine Änderung stattfinden, die so extrem für uns ins Negative gegangen ist. Wir haben es auch erläutert und meine Mutter hat gesagt, es reicht jetzt, wir möchten so weiterleben, wie wir wollen und wir möchten nicht nur zurückstecken. Daraufhin sind die beiden sowas von ausgerastet, aber wirklich so heftig ausgerastet, wie ihr euch nicht vorstellen könnt. Ne, so wie richtig, denn gibt's Krawall, denn gibt's Stress. Und so krass, meine Mutter, ich bin dann rein, weil ich fassungslos war. Die Nachbarn haben das rundherum gehört. Die haben sowieso öfters uns schon angesprochen, egal wer hier vorbeilief, ob da jemand vorbeilief mit seinem Hund. Und wir kennen uns ja hier, wir kennen uns alle seit über Jahren. Es sind halt auch viele Eltern darunter, die natürlich Angst hatten. Hinzu kommt zu den nächsten Attacken, die dann alle kamen, hatte ich immer das Riesenglück, dass ich Zeugen hatte, dass zufällig ich gerade telefonierte oder sonst irgendwas. Das war wie hier, Glücksfall. Meine Oma hat mir da noch einen Schutzengel geschickt oder so, weil es teilweise so unglaublich war, dass in dem Moment, wo wieder was Schlimmes passiert ist, da jemand war, der Zeuge war. Weil sie versuchte, kristallisierte sich nämlich auch raus, dass sie die Tatsachen vertrete. Also sie hatte ihren Wutanfall und meinte, ich wäre es gewesen, weil sie will ja in Frieden leben und ich wäre ja diejenige. Ne? Also hat es ganz, sie konnten es auch eine hervorragende Schauspielerin. So, und nach diesem heftigen Wutanfall habe ich gedacht, das gibt's nicht. Also, und es war, kam das zweite Weihnachten, wo ich gesagt habe, das tue ich mir nicht an. Das tue ich mir wirklich nicht an. So, naja, und die Umbauten gingen weiter, kann auch jeder machen, so wie er will. Aber es kam eben halt auch für uns weitere Lärmbelästigungen hinzu. Ich weiß auch nicht, was die da gemurkst haben. Dann hörte man plötzlich die Einbauküchenschublade und dann wurde eine neue Treppe eingebaut. Dann, das sind ja Badezimmer an Badezimmer, das ist genau hier drüber. Dann kam da eine Treppe, das Dröhnen der Treppe hört man bis unten, auf alles verzichtet. Und ich habe mich dann, wie gesagt, wenn ich hier war, auf dem Dachboden aufgehalten und ich habe gedacht, wie finden wir da eine Lösung? Dann habe ich nochmal versucht mit ihr zu sprechen und dann haben wir die Phase ignorieren. Wir haben uns dann auch bei der Polizei erkundigt, nachdem dann Ende Mai 2009 es wieder zu einer heftigen Pöbelei kam, von der Nachbarin aus. Meine Mutter und ich, wir saßen im Garten, unterhielten uns über weitere Sachbeschädigungen, unter anderem überlegten wir, was wir im Vorgarten machen. Da war ja über die beiden Grundstücke war ja diese Ligusterhecke, diese weißblühende Ligusterhecke. Während meiner Abwesenheit einfach rigoros halbiert, zack, Wurzeln raus. Und ich glaube, jeder, der im Garten tüdelt oder so,
weiß, wenn man da mutwillig die Wurzeln rausreißt, was zusammenhängend ist, das kann man vorsichtig machen, vorsichtig rausbuddeln, gucken, wo die Wurzeln ist. Da kann jeder, hätte man das hervorragend teilen können. Aber dann dadurch, dass natürlich die Wurzeln kaputt waren, war natürlich das Vorderteil dann auch ziemlich eingegangen, so ein Stück. Und dann waren wir überlegen, machen wir es raus oder was machen wir? Und ja, wir sind so Nostalgiker, das sind ja nun, ne, das ist ja nun die Hecke, die die Großeltern gepflanzt haben und. Und ja, dann waren wir überlegen, ach, vielleicht mal was Neues. Und wir unterhielten uns ganz normal, weil wir hatten uns dann auch angewöhnt, komplett zu ignorieren. Komplett. Gar nichts mehr zu sagen, auch wenn sie auspöbelte, rumpöbelte. Aber das war ein Grund, wo sie dann Ende Mai wirklich aufgrund dessen wieder so ausgerastet ist, nicht normal geredet, sondern einen vollkommen Wutanfall gekriegt hat. Ihre kleine Tochter war dabei, die auch total geschockt war. Da konnte ich nicht mehr meinen Mund halten. Und wieder hatten wir natürlich das Riesenglück, dass es natürlich Zeugen dafür gibt, weil unsere Grundstücke sind alle dicht an dicht. Es sind lauter Nachbarn sind dran. Und das Gegröle kriegte man natürlich wieder mit. Und aufgrund dessen haben wir gesagt, so, jetzt reicht es. Und wir haben uns dann bei der Polizei beraten lassen. Und die haben uns dann schon darauf aufmerksam gemacht, auch eben halt, sie haben nicht den Narzissmus in Wort gedankt, sondern dass es solche Leute gibt, die immer ausresten, egal was man macht. Ne? Und haben uns dann halt auch gesagt, dass wir sie ignorieren sollen, dass wir eben halt, wenn sie an die Haustür kommen sollte, nicht die Tür aufmachen sollte. Und ja, eben halt immer die Polizei rufen. Aber wir sind nicht dafür. Jedes Mal die Polizei anrufen, was soll das? Das muss man doch so regeln können. Konnte man aber nicht. Nun haben sie dann natürlich auch ein neues Spielchen gemacht. Es wurde dann, also im Nachhinein, wenn man sich das überlegt, ist es zum Lachen. Also wirklich zum Lachen. Denn der Mann, der wurde dann gezwungen, er schrie natürlich dann auch sehr oft, oh, wegen dir haben wir so viel Ärger, hör doch endlich mal auf, was soll das denn? Und naja, aber sie schikanierte ihn, dass denn sein eigentlich nettes Wesen sich denn auch ins Negative äußerte. Sie brüllte dann immer rum, denn sollte er den Firmenwagen seines Chefs, der ja wirklich riesig und klobig ist, sollte er dann rückwärts fahren, dass er genau vor der Haushälfte der Nachbarn parkt. Und er wollte das natürlich nicht. Und dann hat sie so lange Stress gemacht, bis er das gemacht hat. So, und das haben wir natürlich eine ganze Weile ignoriert. Habe ich gesagt, naja, lass ihn mal machen. Und es war dann auch schlimm zu hören, wenn er den Wagen woanders geparkt hat. Dann hat sie so lange gebrüllt, bis er rausgegangen ist und dass er dann den Wagen woanders geholt hat. Und es gab natürlich, hier parken nicht so viele Autos zu dem Zeitpunkt, konnten ein Stückchen weiter rechts parken. Also das ist eine ganz kleine harmonische Straße. Und für mich war es immer noch fassungslos. Ich habe gedacht, das gibt's noch. Jetzt ist das Haus seit 1954 in Familienbesitz. Wir haben hier Spaß gehabt. Lustig war es, immer lustig. Auch mit unseren alten Nachbarn war es lustig. Ne? Und in dem kleinen Häuschen hatten unsere Nachbarin, waren immer 2, 4, 6, 8, 9 Schlafplätze. Und wenn ihre ganzen Verwandten da waren, die dann ja auch aus der ehemaligen DDR kamen, oder nachdem ihr Mann verstorben war, hat sie ihre Mutter hergeholt. Also wir haben nie einen Zeitpunkt gehabt, wo wir gesagt haben, oh, so ein Mist, wir können ja hier nicht mehr schlafen, das geht ja gar nicht mehr. Aber der Tag war ab dem Tag 2007 so da. Und auch die Tatsache, wie kann ich einfach jemanden weiterstressen? Oder wie kann ich einfach weiter egal, es ist scheißegal, ob das die Nachbarn vollkommen stört, es einfach trotzdem machen. Weil wenn ich mir was an die Wand mache, dann wird der Raum ja kleiner. Ne, muss man sich mal vorstellen. Ne, dann mache ich das trotzdem, es ist doch scheißegal. Dann stresse ich eben so lange, bis die Nachbarn irgendwann ausziehen. Natürlich kriegten wir den Tipp, verkauft den ganzen Kram doch. Ich möchte es aber nicht verkaufen, wisst ihr? Ich möchte hier wohnen bleiben. Ich möchte hier weiter wohnen. Ich möchte meine Mutter hier herholen. Wir möchten in Frieden hier leben. Wir möchten so leben, wie das 60 Jahre möglich war. Ohne irgendwelche Pöbelei oder irgendwelche extremen Lärmbelästigung, die aufgrund von unsachgemäßen Umbauarbeiten stattgefunden hat. Wo ich mich wirklich frage, hallo? Gut, zu dem Zeitpunkt waren die jungen Leute noch sehr jung. Ne? Und ich verstehe es aber trotzdem nicht. Nun gut, die Pöbeleien und so gingen immer weiter. Ich habe zu dem Zeitpunkt, ich habe ja auch sehr, sehr viel ehrenamtlich gearbeitet
Unter anderem habe ich auch als Vertretungslehrerin gearbeitet und 2009 habe ich meine Kollegen gefragt, also ich habe in einer Einrichtung gearbeitet, wo Kinder also wirklich ihre Freizeit gestalten konnten. Wir haben Ferienprogramme gemacht, wo Kinder aus einem Brennpunkt hier am Ort eben halt mal von ihrem Zuhause sich erholen konnten, weil das waren auch teilweise Zustände, die nicht mehr gingen. So, und dann dadurch, dass auch die Wutanfälle der Frau nicht aufhörten, die Eheschlachten nicht aufhörten, das Kind immer mittendrin war und immer nur geschrien hat, es haben sich da wirklich furchtbare Szenen abgespielt, wo ich jetzt nicht ins Detail gehen möchte, habe ich mich mit meinen drei Kollegen beraten und sie nur, um Gottes Willen, Kirsten, und da musst du vorsichtig sein, solche Leute sind unberechenbar. Und ich habe dann auch gesagt, dass der Mann auch nicht gegen sie ankommt, dass sie die treibende böse Kraft ist, die hochgradig aggressiv ist. Und dann erzählten sie mir eben die Kollegen, dass das kein Einzelfall ist, berichteten eben halt, wie schlimm man solche Leute zur Vernunft kriegt, weil die eben halt ihren Blickwinkel haben oder in ihrer eigenen Welt leben, egal ob sie kurz zuvor auf den Nachbarn losgegangen sind, den angegriffen haben, verbal oder komplette Wutanfälle hatten, in der nächsten Minute sagen, ich habe doch gar nichts gemacht. So. Na gut, auf jeden Fall haben mir meine Kollegen dringend geraten, mal nachzufragen oder mal Hilfe zu bitten in der entsprechenden Behörde, was wir dann auch gemacht haben. Ich habe auch gesagt, dass ich nicht alleine dabei bin, dass es noch weitere Personen sind, die verbal angepöbelt werden und es auch zahlreiche Zeugen gibt, die eben halt auch bereit sind, im gegebenen Falle eben halt auszusagen. So, und ich habe gesagt, ich befürchte, es muss irgendwo ein Schlussstrich gekommen werden, weil ich habe auch so ein ungutes Gefühl und der ein oder andere kennt mich ja durch meine anderen Videos. War total spürbar immer oft. Nun gut, auf jeden Fall bin ich dann zu dem Amt hin. Eine nette Frau, mit einer netten Frau habe ich mich beraten, die arbeitet die Belange für, wenn es in Familien Probleme gibt, und ist für das Soziale zuständig. Und ich habe ihr alles erzählt und sie sagt, oha. Und dann fragte sie, ob ich alleine davor bin. Ich sage, nee, es gibt so und so viele Zeugen, habe auch die Namen genannt, weil die bereit waren, auch öffentlich sich dazu zu äußern. Und dann sagt sie, ja, besprechen Sie das nochmal, weil es kann sein, wenn ich tätig werde, dass es nochmal eskaliert. Ich sage, es ist mir egal. Ich sage, es geht hier auch um mein Zuhause. Es geht das um Wohl meiner Mutter, die jetzt auch schon älter ist. Ich habe ihr dann kurz angedeutet. Ich sage, sie kann sich sicherlich nachempfühlen, wie jemand sich fühlt, der in Dresden diesen Bombenangriff überlebt hat, bedroht worden ist damals von den Russen und alles Mögliche mehrfach. Todesangst hatte, und wenn das jetzt wiederkommt, was das für ein Traumata hervorgerufen hat. Und zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich noch ziemlich stabil. Dann habe ich das mit meinen vier Leute, waren das zu dem Zeitpunkt, die aussagen wollten, habe das dann nochmal mit einer Freundin alles besprochen, die auch in dem sozialen Bereich arbeitet, und die sagt, Kirsten, du musst da was tun, egal was. Und ich hätte mir auch nicht mehr in den Spiegel gucken können, weil die Szenen um die Kleine, die waren wirklich extrem, sodass ich auch schon angesprochen bin. Wir kennen uns ja, wie gesagt, alle, die Kinder von Bekannten gingen zusammen in den Kindergarten von der Kleinen. Und da wurde ich zweimal angesprochen, du sag mal, weißt du, was mit der Lütten ist? Die sitzt immer apathisch da und sagt nichts oder weint und so. Und das war dann meistens die Sache, wenn morgens wieder Vorfall war. Das war nämlich jeden Morgen, konnte man die Uhr nachstellen, Punkt so und so viel Uhr, der Mann war aus dem Haus und das Kind fing an zu weinen, schrie nach Oma, schrie nach Mama, nicht nach Mama, sondern nach Papa, also Omi und Papa. Und ja, und im Beisein meiner Freundin, die eben halt auch im sozialen Bereich arbeitet, habe ich mich dann nochmal mit der Frau vom Amt in Verbindung gesetzt und die sagt, okay, ich leite das in die Wege. Gut, das hat sie dann auch gemacht. Und ich erhielt dann natürlich, das war uns schon fast klar, am 28.08.09 bekam ich dann natürlich eine Anzeige wegen Verleumdung. So, und ich sollte Stellung nehmen, und da ja so viel Zeugen war, konnte ich alle Zeugen mit Adressen angeben und habe nochmal den Verlauf und unsere Bemühungen und so geschildert.
Und dann kriegte ich ja nur nach, ich glaube, einen Tag später oder so, erhielt ich dann, nee, am 17., ja, 2 Tage später, nee, am 15.09. kriegte ich das. Und, oder so ist auch egal. Auf jeden Fall, innerhalb von 2 Tagen kriegte ich schon gleich Bescheid, dass es niedergeschlagen worden ist. Wie gesagt, es war stichfeste Beweise und wir sind auch schon eins oder zweimal bei der Polizei gewesen und haben uns dann ja Rat geholt. Und wie gesagt, wir wollten auch nicht jedes Mal da Polizei, weil ich eigentlich immer noch dachte, Mensch, das muss doch, oder zumindest bei ihm, das muss doch eine Möglichkeit geben. Besonders, weil er ja auch immer schrie, wegen dir haben wir so viel Stress, wegen dir haben wir so viel Ärger, hör doch endlich auf, ich verlasse dich und was da alles gekommen ist. So, was ich natürlich mich auch erschütterte, dass es wurde natürlich schlimmer. Solche Leute, was ich auch später erfahren habe, das wird nicht besser. Und so haben wir uns dann Ende 2009 nochmal einen juristischen Rat geholt. So, und wir hätten natürlich sofort eine Unterlassung machen können. Gut, es hätte auch alles anders laufen können, aber wir haben eigentlich gedacht, erstens mal, weiß auch jeder, Anwälte sind teuer, haben wir es nochmal versucht. So haben meine Mutter und ich. Wie gesagt, in den juristischen, ja, da waren auch wieder furchtbare Ehestrom. Ja, die Streitigkeiten und Pöbeleien, die waren ja, wie gesagt, das war Tagesablauf. Also ich kann mich nicht erinnern in den letzten Jahren, dass ich hier mal einen Tag hatte, außer wenn die mal im Urlaub waren oder tagsüber auf Arbeit oder so, dass es hier mal eine Entspannung gab, so wie früher. Oder dass man die Nachbarn im Garten fröhlich, ne, Fröhlichkeit oder so, das gab es gar nicht. So, und nachdem, wie gesagt, haben wir uns dann erkundigt und er sagte, ja, macht euch mal ein ja, Lernprotokoll oder sowas, was ich natürlich auch sehr lästig fand. Und ja, dann kam es auch, das fand ich auch schrecklich. Da haben sich das Ehepaar auch mal ganz doll gestritten und das Kind war so verzweifelt, das schrie immer, sie sollen aufhören. Und in ihrer Verzweiflung ist sie dann eben halt ein Zimmer hoch und hat sich da eine Hardrock-CD reingeknallt, hat die ganz laut angemacht, damit sie nicht gehört wird. Ne? So, und naja, und dann 2009 war das dann eben meine ganz, ganz liebe Freundin, die nenne ich jetzt mal mit Namen, weil sie leider 2012 verstorben ist, meine liebe Claudia. Die hat aufgrund, das war auch ganz mystisch, ihre Tochter, muss man sagen, war auch sehr klein und Kinder sind ja sehr feinfühlig und hellhörig. Ihre Lütte saß zu Hause am Tisch und malte und plötzlich ging ihr Stift quer über das ganze Blatt. Sie guckte ihre Mutter total entsetzt an. Claudia und die Lütte, wir haben also wirklich eine ganz enge Beziehung gehabt. Und guckt ihre Mutter ganz entsetzt an und sagt, du musst sofort Kirsten anrufen. Da ist was ganz Schlimmes passiert. So. Nun gut, Claudia rief an und kriegte dann mit, ich saß oben in meinem Zimmer und kriegte dann ein furchtbares Geschrei mit. Auch das Kind schrie und schrie und schrie. Es war auch zu hören, dass es nicht irgendwie weil es hingefallen war oder so geschrien hat, sondern das war schon Holler in Not. Und Claudia war so entsetzt, sagt sie, das kann nicht wahr sein. Ich höre das durch den Fernseher, nicht durch den Fernseher, durch die Wand. Ich sag ja. Sie war so entsetzt, dass sie sich dann also nochmal sagt sie, Kirsten, da mache ich was, da müssen wir was machen. Das Kind, ich kann das ja gar nicht hören so. Und dann hat sie sich nochmal mit dem Jugendamt in Verbindung gesetzt und dann war für eine Weile Ruhe und entspannt. So. Aber nicht lange, 2, 3 Wochen vielleicht. Es war ein Aufatmen und ich habe gesagt, so jetzt, jetzt. Nun gut, es war natürlich ne, die ballernde Küchenschublade, da habe ich ihnen auch mal angeschrieben. Ich sage, Mann, dann machen Sie mal die Schränke weg. Er hat also alles verkehrt gemacht, was man verkehrt machen muss. Und nun muss man sagen, normaler Mensch, also wenn mir jemand sagt, das und das ist, dann stelle ich das ab. Dann mache ich nicht noch mehr extra Rums. Und sie hat das auch als Stressfaktor genutzt. Na, machen wir extra rum. Dann hatten sie dann eine neue Terrassentür, die wurde dann geballert. Also, wie gesagt, wir saßen hier schon oft mit vielen Menschen, die ich schon aus meiner Kindheit kenne oder mit Älteren oder die saßen hier und haben gesagt, das glaube ich jetzt nicht. Was ist daraus geworden? Das glaube ich jetzt nicht. Das Haus kennen wir doch. Wenn wir das Haus jetzt nicht kennen würden, Sophia, dann glauben wir das nicht. So, und diese Schikane, das ist auch dieses Narzissmus. Ich kriege erst, so war lange mein Willen.
wenn nicht stressen. Und sie stresst auch bis zum geht nicht mehr, bis sie halt ihren Willen kriegt. So, und dann haben wir dann 2010, da im März, weil das ja so furchtbar wurde, haben wir uns dann nochmal beraten lassen und dann bekam ich vom Anwalt den Tipp, Mensch, jetzt schreibt mal schriftlich dahin, was wir dann auch gemacht haben. Meine Mutter und ich sollten hinschreiben, also ich als Mieterin, obwohl ich bin eigentlich nur Wächter des Hauses. Wir haben auch schon gesagt, also wenn wir jetzt fremde Mieter hier gehabt hätten, aber es war ja nie das Ziel, es war ja immer das Ziel, dass meine Mutter irgendwann hier mal mit einzieht, was wir natürlich auf Eis gelegt haben, weil so geht das ja gar nicht. Meine Mutter wird konfrontiert mit ihren Kriegserlebnissen und hier hat sie den Krieg wieder vor der Tür. Und ja, und wir hängen halt auch da dran, weil es einfach schön ist. Und dann haben meine Mutter und ich das also per Einschreiben geschickt, was natürlich prompt zurückgekommen ist. Also haben wir das im Briefkasten reingeschrieben. Ich habe auf alles aufmerksam gemacht, auch die Attacken, die Wutanfälle, die auch immer wieder gegen uns gingen. Und meine Mutter hat auch unter anderem geschrieben, wie entsetzt sie ist, was sie aus ihrem Haus macht und sie kann es nicht nachvollziehen, wie, ne, und sie sollten, wir haben ihnen sogar auch Tipps gegeben, also ein Freund von mir, der Mauermeister ist, hat auch Tipps gegeben, was man machen muss, aber komischerweise wurde es nicht gemacht, warum? Gib mir Geld, gib mir 1000 Euro, dann mache ich das. So, und immer wieder habe ich mich in Sicherheit gebracht, immer wieder habe ich alles ignoriert. Aber je mehr ich sie ignoriert habe, das war auch das Komische. Ich habe sogar, desto aggressiver wurde sie. Hat sich sogar beschwert, warum ich nicht mehr mit ihr rede und so. Und ich bin hier wirklich schon durchs Haus gelaufen mit diesen Mickey-Mäusen auf dem Kopf. Und weil ich das nicht mehr ertragen konnte. Ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. So. Und dann, wirklich, man kann sagen, ja, über 2 Jahre, nachdem sie eingezogen sind, es war Karfreitag, 2. April 2010, kam ich nach Hause und das kam ja auch hinzu, feiern hört man ja jetzt auch noch mehr, aber das habe ich gedacht, okay, feiern tut ja gerne mal jemand. Ist natürlich unangenehm, wenn ich am nächsten Tag hoch musste, weil ich ja wie gesagt in der Kinderbetreuung arbeite und viel auch im Zeltlager war oder als Jugendleiter gearbeitet habe oder als Vertretungslehrerin und ich muss morgens hoch und ich bin total gerädert, weil ich die ganze Nacht nicht geschlafen habe. Aber da habe ich auch noch hinweggesehen. Aber am Karfreitag war meine Geduld am Ende. Ich kam nach Hause total erschöpft, ganzen Tag auf dem Bein. Ich war unterwegs, hatte eine lange Autofahrt hinter mir, weil ich einen Termin hatte in einer anderen Stadt. Ich habe mir das Ganze noch angeguckt bis kurz vor 12 und dann habe ich gedacht, nee, das geht nicht mehr, ich rufe jetzt die Polizei. Zum ersten Mal habe ich mich getraut, die Polizei anzurufen, was sonst auch nie mein Fall ist, weil ich eigentlich immer noch der Meinung bin, es regelt sich. Gut, es kamen 3 Polizisten, die bei mir dann klingelten. Ich wies dann darauf hin, ich erzählte dann, was alles passiert ist, dass wir uns schon Rat geholt haben. Vielleicht haben sie es auch nachgelesen, ich weiß es nicht. Es war auch eine Frau dabei, soweit ich mich erinnere. Und plötzlich stand eben halt die Nachbarin hier auf der Auffahrt, brüllte rum. Also es war, drüben wurde gefeiert, habe ich auch nichts dagegen. Aber irgendwie diese Pöbelei, die es auch gegen mich eben halt ging und gegen eine andere Person, die den Attacken immer ausgesetzt war, stand sie plötzlich da und schrie und brüllte rum in ihrer wirklich grauenvollen Art. Und pöbelte rum, warum ich ständig die Polizei anrufe. Ich nutze den Polizisten, ich habe zum ersten Mal rufe ich die Polizei an. Sie guckten mich total entsetzt an und die beiden Polizisten, wir regeln das jetzt, Frau Becker, wir regeln das jetzt. Das wird sie müssen ja mal zur Ruhe kommen, wir regeln das jetzt. Die Polizisten guckte mich ernst an, war total erschüttert, weil die Frau ja komplett... Die wurde zurechtgewiesen, sie soll aufhören, hörte sie aber nicht und brüllte weiter rum. Ich sage, so ist das immer. Sie ist dann so in Rage. Und die Polizisten sagte, bitte, reden Sie nicht mehr mit ihnen, ignorieren Sie. Wenn Sie ein Diktiergerät haben oder ein Tonbandgerät, dann nehmen Sie das auf. Ich sage, ja, Attacken passieren, zack, bums. Ich sage, ich schleppe doch nicht ständig so ein Aufnahmegerät mit mir rum. Und damals gab es noch keine Smartphone oder sonst was mit hervorragenden Aufzeichnungen. Ja, und sie sagte, tun Sie mir einen Gefallen, egal ob sie rüberkommt, klingelt, sie anspricht, sie antwortet, ignorieren, nichts mehr machen, die Tür nicht mehr aufmachen, gar nichts mehr. Gut, die haben das geregelt, kaum waren sie weg, die haben Ruhe gemacht, da ging das los. Aber so doll, dass ich wirklich
nicht mehr traute, die Polizei anzurufen. Die tobte im Haus rum. Sie schrie und brüllte und machte. Das Einzige, was ich noch gemacht hatte, ich saß nur da und habe dann eine Freundin angerufen. Ich sagte, die Verstorbene halt, hör dir das mal an. Wir waren fassungslos. Also ich traute mich jetzt auch nicht, die Polizei nochmal anzurufen, weil das war ja schon eskaliert. So, von dem Mann hörte man übrigens nichts. Er sagte ein paar Mal, hör auf, sie reagierte aber nicht und sie tobte durchs Haus. Und sie tobte hier die neue Treppe hoch und runter. Die dröhnte und polterte und ich habe gedacht, um Himmels Willen. Ich war die ganze Nacht wach. Für einen Moment hatte ich überlegt, mich aufs Fahrrad zu schwingen, ne, und wieder wegzufahren, aber mitten in der Nacht. Außerdem war ich total erschöpft, weil ich eine Kurztrip hinter mir hatte und ja, eine lange Autofahrt hinter mir hatte. Und wie jetzt wieder loszufahren, hatte ich auch keine Lust. Nee, ich sagte, das kann doch nicht angehen. Ich muss doch in meinem eigenen Haus eben halt in Frieden leben können. So, und ja, bis zum nächsten Morgen und am nächsten Tag ging es weiter. Übrigens, zu diesem Zeitpunkt war das Kind meistens bei seiner Großmutter oder seinen Großeltern, ne, die sehr liebevoll miteinander umgingen. Die Kleine hat zwar auch Wutanfälle mitgekriegt, aber solche, die dann am Wochenende stattfanden, dann einem halt nicht. So. Naja, auf jeden Fall haben wir sie weiter ignoriert, in der Hoffnung, es ändert sich was. Eine weitere Person aus der Nachbarschaft wurde auch massiv immer bedrängt und angepöbelt, weil die bekam auch sehr viel mit und das war wie so, sie war immer zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Ort. Und ihr merkt, ich lache zwischendurch. Im Nachhinein ist es nicht zu fassen, aber mir ist eigentlich nicht zum Lachen zumute. So, und der Lieferwagen stand ja nun auch schon seit über einem Jahr immer da. Und da habe ich jetzt auch gedacht, also da muss ich auch was ändern. Das habe ich dann auch noch versucht zu regeln, Schlimmeres zu verhindern, was auch nicht geklappt hat. Und Ende Mai war das dann wieder so, wieder mal kriegte die Nachbarin einen Wutanfall. Diesmal war aber ein Freund von mir da, dunkle Hautfarbe, diese langen Dreadlocks oder wie die heißen, Rasterzöpfe. Er machte sehr gerne, wenn er mich besucht hat, der kam aus Venezuela, machte er sein Tai Chi dann und dann kamen auch dumme Sprüche. Und wir saßen ganz gemütlich mit einer Freundin im Garten. So, und dann plötzlich kriegte sie einen Wutanfall. Einen so heftigen Wutanfall, dass ich erstarrt war. Ich war so erstarrt, ich war nicht in der Lage, die Polizei anzurufen. Mein Freund hatte dann versucht, sie zu beruhigen. Sie pöbelte darum, sie rastete aus. Der Mann stand auf dem Rasen, hatte seine Kleine an der Hand und sie tobte darum und kriegte einen Wutanfall und pöbelte darum. Da habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Also sie schrie und brüllte. Und dann kam hinzu, dass der Mann, dass wir nur noch eins sagen, komm, wir gehen ins Haus. Es hat keinen Zweck. So, und ich habe gesagt, ich lasse mich doch nicht hier stressen, wenn ich nicht mal im Garten gehen kann. Und wir waren plötzlich später, also Auslöser für diesen Wutanfall war wohl, dass die Person aus der Nachbarschaft das kleine Mädchen angesprochen hat, ob sie ihr helfen kann, weil sie immer hört, dass sie so schreit und Mama mit ihr immer so schreit. Und das war wohl der Auslöser, weil die das dann später zugetragen kriegt, dass sie deswegen ausgeflippt ist. Aber wie gesagt, sie fand auch Wutanfälle, die bloß weil wir sie nicht angeguckt haben, ist sie auch ausgeflippt, weil wir sie ignorieren. So, und dann, nachdem wir gedacht haben, so, es hat sich beruhigt, sind wir wieder raus. Oder mir gesagt, mein Freund ist vorher raus. Wir wollten eigentlich, hatten schön Essen gekocht, wir wollten schön draußen essen. Es war ein wunderschöner Tag, es war warm, Ende Mai. Und wieder, sie stand dann wieder am Zaun, an der Hecke und sprach ihn dann an. Und wieder ihre Sache. Sie hat anscheinend den Wutanfall von vorher vergessen. Auf jeden Fall fing sie an, dass ich ja diejenige bin, die krasset immer aus, sie pübelt rum und beschwerte sich im Grunde bei meinem Freund, dass ich ja so böse werde. Hinzu kam, dass mein Freund, der mich ja öfters besucht hatte, auch mitbekommen hat, diese extremen Wutanfälle von ihr und habe auch mitgekriegt, wie sie ihr Kind behandelt hat. Nun gut,
Wieder kam es zu einer extremen Wutausbruch. Dann kam noch eine Person aus der Nachbarschaft, wo das die Grenze dann da hinten ankam. Die war dann im Garten und die wurde dann auch angegriffen und angepöbelt. Und wir fanden auch nur wieder eine Lösung. Ich stand dann auch wieder da. Ich denke, wo soll das noch hinführen? Sie war nicht zu bremsen, gar nichts. Sie schrie immer nur, haut doch endlich ab, zieht doch endlich weg. Und es war entsetzlich. So. So, und nach diesem Vorfall habe ich gesagt, so, das geht so nicht. Auf die Grund dieses Wutanfalles und den Angriffen auch auf meinen Besuch, also auf meinen Freund, hat der Anwalt sie angeschrieben, dies endlich zu lassen. Wenn sie das nicht lässt, dann werden wir andere Schritte einleiten. Außerdem werde ich wohl auch überlegen, ob ich einen Schadensersatzklage mache wegen Ruhestörung oder hier wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung und was weiß ich. Das kam nämlich auch noch hinzu, ne, dass dann plötzlich, das war so ein alter Durchgang zu unseren alten Nachbarn, da hatte ich dann nur so ein Pflanzgitter hingemacht, weil dann sie hatten mal ab und zu einen Hund, der kackte über unseren Garten und den habe ich dann nur den hingemacht. Nur so, ne, der war dann auch, nachdem ich vom Einkaufen kam, war der komplett rausgerissen mit den Stangen und daneben hatte ich an unserer Mauer, wenn ich die Treppe runtergehe, also ja, das ist ja gut zu sehen hier so, ne? So, und dann hier ist ja die Mauer. Da habe ich dann schön Klematis hängen gemacht, die war komplett rausgefetzt. Aber ignoriert, ich habe nichts gesagt, ich habe es ignoriert. Weil ich dachte, was soll ich ihr jetzt was sagen? Ne? Bringt ja nichts, wir wissen ja, dass sie es war. Naja, auf jeden Fall hat dann gebeten, Ruhe zu sein. So, und wir hatten uns auch, warte, guck mal. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Ich habe hier nämlich so, das war ja, dann kam natürlich nach diesem Schreiben, wie soll das anders sein, wurde natürlich auch extra wieder laut gemacht mit extremsten, also Beleidigungen, die da rumgegrölt waren. Natürlich auch wieder in der Nacht. Ne? So viel dazu, sie wollten ja nur in Frieden leben. Daraufhin habe ich mich nochmal bei der Polizei beraten lassen, die mir eigentlich dringend geraten hat, mir Hilfe beim Ordnungsamt zu suchen. Besonders, weil ich eben halt auch gesagt habe, dass, auch weitere Personen angegriffen werden wird. Besonders eine Person auch aus der direkten Umgebung, der es auch nicht gut geht. So, und nach dieser weiteren Eskalation der Nachbarn hat mein Anwalt nochmal geschrieben. Ach ja, und nach dem ersten Schreiben vom Anwalt, das war ja auch ein Witz, da hat sie sich dann telefonisch bei ihm gemeldet, was dann jetzt passieren würde, weil er ihr das ja angedroht hat. Und dann hat er ja auch nur zu ihr gesagt, wir werden gucken, wir werden beobachten, wie sie sich weiter verhalten. Nach ihrem Verhalten, da reagieren wir. Und daraufhin hat sie ihn auch angepöbelt und hat dann wütend es aufgelegt. Ja, und sie haben auch nichts an ihrem Verhalten geändert, gar nichts. Es wurde weiter so gemacht wie eh und je. Aber ich weiß heute halt, weil ich mich auch mit Narzissmus beschäftigt habe, dass das diese übliche Vorgehensweise ist. Ich habe aber trotzdem immer noch gehofft, eines Tages können wir es stoppen. Hinzu kam, dass ich auch noch als Vertretungslehrerin in der Schule gearbeitet habe, auch nun im Zeltlager war und als Jugendleiter gearbeitet habe, 2 Wochen lang, Anfang der Ferien, Ende der Ferien. Und irgendwann kam ich eben halt mit einer starken Erkältung nach Hause. Dass das die Auswirkungen des jahrelangen Stresses waren, hätte ich niemals gedacht. Ich hatte starke Brustschmerzen, Atemnot und all sowas. Ich bin durch zahlreiche Untersuchungen gekommen. Man hat nichts festgestellt. Und zu dem Zeitpunkt, wo sie ja nun weiter randalierten drüben und von ihnen aus ja angeblich keine Belästigungen ausgehen würden und auch die Wutanfälle von ihr nicht aufhörten, merkte ich, es wurde immer schlimmer. Ich kam dann aus der letzten Woche zurück und ich kam nach Hause, konnte mich auch weiterhin nicht erholen. Und nach einem wirklich
weiteren Wutanfall auch in der Nacht, der gegen mich ging. Und da haben wir gesagt, so, dann folgte ein weiterer Brief mit der Bitte, endlich das aufzuhören. Und daraufhin haben sie dann eine E-Mail geschickt. Das war auch, das muss man sich ja auch vorstellen, ne? Die rasten vollkommen aus, haben die vollkommene Wut im Bauch und ja, dann passiert nichts. Ne? Sie haben ja nichts gemacht. Aufgrund, wie gesagt, dessen, das muss man sich mal vorstellen, wo der zweite Brief kam, das war auch ein Ding, da musste ich mich an meine Oma erinnern, wo ich gedacht habe, Mann, so muss sie sich gefühlt haben, als die Russen vor der Tür standen und immer schrien, Frau Richter, machen Sie die Tür auf und so. Nach dem weiteren Brief meines Anwalts kam, das war am 19. September, und dann den Freitag werde ich nie vergessen, der 22. Es waren Tage, wo ja auch wieder, es war wie gehabt, Terror pur nach außen hin. Aber ich mache ja gar nichts, wir machen ja gar nichts. Ne? Und meine Mutter hatte und ich hatten auch nochmal versucht, mit ihm zu sprechen, was ja auch der Schuss nach hinten losging. Auch der Wagen war weiter da geparkt. Ich habe gedacht, na, das kann nicht wahr sein. Ne? Sogar wenn im Winter im Schnee, dann hat er ihn rückwärts da in die Schneehaufen geprallt und nochmal und nochmal. Und, ne, weil sie stand da und gab ihm dann Anweisungen, obwohl er bei sich komplett alles frei hatte. Weil im Winter, wenn wir den Schnee fegen, dann muss, ja, wie gesagt, der Schneehaufen steht, ist dann direkt immer bei uns vor dem Fenster. Weil wenn, ne, auf die Straße darf man das ja auch nicht machen. So, und dann rammte sie ihn da rein und wir hatten minus 20 Grad. Ich dachte, naja, es war ein Freitag auch. Ich dachte, er muss ja Montag wieder zur Arbeit, ne? Ja, und Montagmorgen kam er natürlich nicht los, weil er festgefroren war. Ne? Unterhalb hier ist ja, sind ja die Auspuffrohre und was da alles ist. Da kam er nicht los und brauchte eine ganze Weile und Riesenanstrengung, ehe er den Wagen da rausgeholt hatte. Na gut, das sind nur so kleine Anekdoten, ne? Nur damit er ja bei den Nachbarn vorm Fenster parken muss. Also hier, Kacka. Naja, auf jeden Fall, nachdem der Anwalt dann ja nochmal geschrieben hat und auch, wie gesagt, nochmal hingewiesen hat, dass alles Schriftliche über ihn geht und nichts über mich und auch nochmal jetzt androhte, dass jetzt die Überlegung wirklich stattfindet, gerichtlich vorzugehen, kam der Freitag. Wieder. Es wurde Sturm geklingelt und ich schon, oh nein, jetzt kommt sie schon wieder, ne? Weil sie ja zwischendurch auch schon mal kam. Es kam ja, wie gesagt, dieser Vorfall, extremste Vorfall damals, wo sie ja die Veränderungen im Außenbereich machen wollten, hatte sie uns angepöbelt. Dann kam sie wirklich, fast täglich hat sie mich vor der Haustür abgefangen und klingelte Sturm und hat mich beschimpft auf das Wüste und sie wollte das ja und sie will das doch. Ich sag, mit Gewalt und mich bedrohen kommen sie überhaupt nicht weiter. Also mir droht keiner, ne? Und dann wollte sie auch die Telefonnummer von meiner Mutter und dann habe ich gedacht, okay, dann gibt sie vielleicht Ruhe. Aber meine Mutter hat ihr dann auch nochmal zurechtgewiesen am Telefon, woraufhin sie dann wieder einen Wutanfall kriegt. Also ein Wutanfall jagte den nächsten, also grausam. Sobald sie, wenn sie ihren Willen nicht kriegt, und so war das auch mit ihrem Mann, sie muss ihren Willen haben und wenn sie den nicht kriegt, rastet sie aus. So, und keiner erstaunlicherweise will helfen. Ich habe dann zwischendurch dann auch nochmal beim Amt angerufen und die haben gesagt, ich soll die Polizei anrufen. Die Polizei hat gesagt, das Amt ist eigentlich besonders auch zuständig für sie. Mir wurde sogar schon ein Tipp gegeben, damals von dem Amt, wo ich da war, 2009, mich an einen sozialen Dienst zu wenden, der sich um die Psyche bemüht oder kümmert, wenn jemand eben halt nicht so ganz davor ist. Na, und dieser Tag, und ich stand da wieder, ich denke, oh nee. Und ich merkte schon, dass ich zitterte und so. Und ich machte natürlich nicht auf und sah dann komischerweise einen Mann wegrennen. Ich denke, was ist das denn jetzt? Ich habe sofort gedacht, kombiniert, ja, hat sie wieder jemanden hingekriegt, der dann da in ihrem Sinne irgendwas macht. Besonders, weil ich das auch schon nachts hatte, dass dann irgendjemand vor der Haustür stand oder vor dem Fenster stand und schrie, ne, mich auf Füße beleidigte oder all sowas. Naja, oder ich hatte auf der Auffahrt dann ein Smiley, dann stand der Bitch drüber mit rausgezogener Zunge. Also die hat sich Sachen ausgedacht, ich habe gedacht, das gibt's nicht. So, und dann kam dieser Freitag, so. Und es dauerte nicht lange. Ich stand gerade im Flur und ich war auch nicht alleine zu dem Zeitpunkt. Da klingelte das Widersturm. Es wurde gegen die Haustür gehämmert. Frau Becker, ich weiß, dass Sie zu Hause sind, machen Sie die Tür auf. Und ich
das gibt's nicht. Ich stand so, ich habe am ganzen Leib gezittert. Dann ging der Typ hinten rum. Also das kann man ja hier gut sehen. Also hier, das sind meine liebe Oma. Das ist hier ihr kleiner Bruder. Und dann ging er da hinten durch den Torbogen. So. Und stand dann bei mir an der, ja, hier an der Tür stand er. Da. Und klopfte und hämmerte dagegen. Frau Becker, machen Sie die Tür auf, machen Sie auf. Ich weiß, dass ich da bin. Und ich meine mal davon abgesehen, wer macht in so einem Fall die Tür auf? Ich bestimmt nicht. Dann ging er wieder nach vorne und klingelte. Ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. So, und die Person, die zu dem Zeitpunkt auch mitgekriegt hat, hat ihn nachher erkannt. Und zwar, unfassbarerweise, das war der Schiedsmann, der neue Schiedsmann, der auch in der Zeitung angekündigt ist, der ja gerne ganz mit Harmonie Gespräche führt und Schlichtgespräche führt. Der war das. Ich sage, das glaube ich nicht. Ich sage, wie der sich aufführt, Der muss nebenan die kennen, das kann nicht anders sein. So, und am Abend das gleiche Spiel wieder. Ich natürlich, zu dem Zeitpunkt war ich dann wieder alleine. Und dann warf er mir einen Brief, also einen DIN A4-Briefumschlag rein. Obwohl, ja nun, der Anwalt gesagt hat, alles Schriftliche über ihn, kriegte ich denn diesen Riesenbrief. Dann habe ich ihn durchgelesen und dann wurde mir richtig schlecht. Also, ich wurde aufgefordert, alles zurückzunehmen und von ihnen aus würde kein Stress kommen. Und ich wäre ja diejenige und. Also die gleiche Leier. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Wie kann man so lügen? Die Lügen fliegen doch auf. Es gibt zig Leute, die das mitgekriegt haben, die ihre Wutanfälle mitgekriegt haben. Unter anderem eben halt auch mein Freund, der aus Venezuela, der farbige Mann. Jeder hat das mitgekriegt. Also, das fliegt doch nur auf. Aber, ne? Und so wollten sie einen Schiedsmann-Termin. So. Und ich habe gedacht, okay. Und ich wollte eigentlich auch, ich wusste ganz genau, wenn sie ja den Willen nicht kriegt, so, und zu dem Zeitpunkt war ich auch krankgeschrieben, weil ich, wie gesagt, diese unglaublichen Brustschmerzen hatte. Es stellte sich zum späteren Zeitpunkt, dass gar nichts war. Und am Sonnabend hatte ich wieder das große Glück. Wieder klingelte das. Ich habe dann zu dem Zeitpunkt sowieso schon Klingeltöne eben halt für jeden mir ausgedacht, damit ich wusste, aha, jetzt sind wirklich Menschen, die für mich da sind. Ne? Und eine Bekannte kam um die Ecke, die eben halt auch, oder Freundin kann man auch sagen, die auch oft angegriffen worden ist. Sie wollte mich sprechen, sie hatte Stricknadeln dabei. Und plötzlich kommt der Mann da angeschossen. Er stand da mit einem Gesicht, mit einer Miene, guckt er mich an und wedelte dann hier mit so Unterlagen, die ich unterschreiben sollte. Und ich habe gedacht, also ich musste mich so, habe ihn echt zurechtgewiesen. Ich sage, ach, Sie sind das. Ne? Ich sage, was auch mit dem ganzen Verhalten. Ich habe ihn zurechtgewiesen, dass das ja wohl überhaupt nicht geht. Ja, ich wusste ja, Sie sind da, warum haben Sie denn nicht aufgemacht? Ich sage, nun überlegen Sie mal logisch. Wenn ich als Frau zu Hause bin und sehe, dass da ein Mann klingelt, Sturm, wo sofort zu erkennen ist, dass er nicht mit guter Absicht kommt, mache ich doch nicht die Tür auf. Ja, Sie wollen hier was unterschreiben. Ich sage, ich unterschreibe gar nichts. Ich sage, die Nachbarn wissen ganz genau, dass das alles über den Anwalt geht. Ich sage, und wenn nicht jetzt langsam Ruhe ist, ich sage, dann passiert hier noch viel mehr. Also ich sage, und Ihr Verhalten geht ja wohl gar nicht so. Dann guckte er die Person neben mir an, musterte sie von oben bis unten, ne, weil sie dann auch natürlich ihren Ärger Luft machte, wie oft sie angegriffen worden ist und. Und sie ist ja auch oft angepöbelt worden und beschimpft worden auf das Wüste. Und er guckte sie noch an, Sie sind so und so, ne? So richtig so nach oben herab, so wie, ach, ne, so. Also er stellte uns richtig, der war vollkommen eingelullt, vollkommen eingenommen. Ich kam mir so richtig vor, so wie hypnotisiert ist er, ne? Weil ich weiß ja, wie die Frau drauf ist nach außen, egal wie sie drin ausgeflippt ist, wie sie ausgerastet ist draußen, ne? So, aber ich hatte ja nun gedacht, ein Schiedsmann ist einer, der von der Stadt, also der kann sich bewerben und dann kann er von der Stadt, macht er das dann halt, ne? Und ich habe gedacht, das kann doch nicht angehen. Ich habe auch zu ihm gesagt, ich kann es belegen, ich sage es anhand auch der Polizeiansätze und, der Zeugenaussagen, sage ich, der Zeugen. Ich sage, Sie sind einer Lügnerin aufgesessen. Ich sage, die Frau, die lügt, ich sage, sie erzählt nicht die Wahrheit. Ich sage, sagen Sie ihr mal einen schönen Gruß, ne? Sie soll endlich mal ihr Verhalten ändern.
So, und er dampfte natürlich ab und ich sage, ich werde jetzt nichts mehr annehmen. Ich werde das Schreiben nicht annehmen zum Unterschreiben. Ich unterschreibe hier nicht, wenden Sie sich an meinen Anwalt. Und ihr werdet es nicht glauben, noch am gleichen Tag, ich war wieder nicht alleine, abends, die Kleine war bei ihren Großeltern, ging das Zamando los. Es kam, wurde von, wie heißt, hießen die Tic-Tac-Toe, das Lied wurde voll aufgedreht, ich finde die scheiße. Ne? Und ich hatte ja auch gerade zuvor gesehen, von ihnen aus kommt kein Stress, von ihnen aus, ne? Und ich wäre ja diejenige. Und es war, und ich hatte wieder, wie soll ich sagen, wieder natürlich jemanden da, der sich das alles mit angehört hat. Ne? Und sie flippten darum. Ich habe gedacht, es ist nur so viel dazu, zu ich möchte ja in Frieden hier leben. So, gut. Und mein Anwalt hatte natürlich aufgrund dessen den Termin verschoben. Schon alleine, weil ich ja auch gesundheitlich angeschlagen war. Ich hatte, das wusste ich später auch erst, also es sind so, wenn man so gestresst sind, das sind dann die Reaktion des Körpers, ne? Dass man dann Atemnot kriegt, Brustschmerzen, ich hätte es nie für möglich gehalten, aber es ist so, ne? So, und dann habe ich nur gedacht, mein Gott, wie tapfer war meine Oma und wie konnte sie die ganzen Jahre mit sowas leben? Sie hat abgeschlossen damit, sie hat auch nie über diese schlimme Zeit mehr geredet, das war so ein Schutz für sie, ne? Und dass wir das jetzt nun auch erleben und dass ich das nun so, damals standen ja nun welche mit einer Waffe vor der Tür, diesmal aber stand der Typ da vor der Tür und ich hatte ja dann schon unzählige Wutanfälle von der Nachbarin mitgekriegt, ne? Wo sie auch meine Freunde eben halt belästigt hat. So, und nun wurde der Schiedstermin und verlegt. Und sie hat ja geschrieben, von sich aus ist ja kein, ne? Und sie hat mir auch nahegelegt auszuziehen und ich kann mir ja was anderes suchen und sie hat mir tolle Tipps gegeben. Ja. Und dann wurde der Termin verlegt, weil ich ja nun krank war. Und nun kam der Moment, wo sie ja nicht wieder ihren Willen gekriegt hat. Ich brauche hier auch nicht weiter auszuweiten, was ist passiert. Kann ich euch sagen, sie ist wieder ausgerastet. Und zwar ganz heftig. Dann wurde der Termin auf den Januar verlegt, den wollte ich eigentlich wahrnehmen, aber aufgrund meiner Erkrankung, wo auch die Ärzte, auch ich hatte dann meinem Arzt auch erzählt, weil er nichts gefunden hatte, ich sollte dann noch Anfang des Jahres eine Herzkatheteruntersuchung machen, weil er sicher gehen wollte, hat er mir dann auch gesagt, dass diese ganzen, was ich habe, sagt der Mensch, Frau Becker, Sie hätten mir das vorsagen sollen. Ich sagte, Sie brauchen Ruhe jetzt erstmal. Ich möchte Ihnen raten, erstmal sich einen Ruheort zu suchen, ne, dem wegzugehen. Ich sage, ich kann doch nicht flüchten, das ist mein Eigentum, bloß weil die Frau da immer ausrastet und ausflippt und der Mann ja jetzt auch mitmacht. So, naja, auf jeden Fall wurden die Wutausbrüche natürlich weiter, weil sie hat ja nicht den Willen gekriegt. So, dann wurde der Termin verschoben, nochmal, weil, ne, und dann ist sie wieder ausgeflippt. So, und im Januar war meine Mutter dann so fassungslos, 2011, dass meine Mutter nochmal geschrieben hat, ne, den Brief hat sie dann auch persönlich im Briefkasten geschmissen, dass es jetzt endlich mal Feierabend ist und sie fassungslos ist auch schon alleine mit den Umbauarbeiten. Dann fingen sie natürlich an, auch oben das neue Bad herzurichten oder wollten das wohl anfangen. Wir haben dann gehört, wie sie da die Leitung gelegt hat in der Brandmauer, außenrum wurde in die Wasserleitung, wurde rausgestemmt. Ne, wenn wir dann Schlafzimmer haben und da daneben plötzlich, also wir haben ihm auch gesagt, was er machen soll. Er hat es nicht gemacht, er pöbelte auch nur um. Ich habe gedacht, Himmel, es kann doch alles nicht wahr sein. Ne? Und einfach weitermachen, weil sie es so will. Er wollte das im Badezimmer haben, sie wollte das oben haben. Er sagte, wir kriegen Ärger, ne? Und dann macht sie es trotzdem oder macht er das trotzdem. Ich begreife auch die Logik nicht. Wie kann man so bauen mit der Gewissheit, dass für die Nachbarn dann das Leben droht? Auf der anderen Seite nicht nur wegen den Wutanfällen, sondern auch der extremen Lärmbelästigung noch schlimmer wird. Begreife ich nicht. Aber 2011, wie gesagt, durch den Schreibenden vom Anwalt ist dann ja dieser Umbau dann ja so ein bisschen zum Stillstand gekommen. Aber sie hat es dann ja auch jeden Morgen, dann hat sie da rumrandaliert und
ein leerer Raum. Ihr könnt euch vorstellen, dass es sich anhört wie in einer Kirche. Was das für eine Wirkung auf der anderen Seite hat, das kann sich jeder vorstellen. Na gut, auf jeden Fall im Januar, am 14. Januar, hat dann meine Mutter da nochmal hingeschrieben. Auch betont, wie erschüttert sie ist, wie, ne, sie wollen Frieden haben, laut des Schiedsmannes und trotzdem stressen, dass meine Mutter mehrfach vor Ort war, das alles mitbekommen hat. Wir haben das nämlich auch, also wenn man das Auto meiner Mutter vor der Tür stand oder das Auto von Freunden, dann hörtest du nichts. Wenn die Autos weg waren und ich dann im Garten war und sie der Meinung waren, ich bin alleine, dann wurde extra Feuer gegeben. Ne? Also so nach dem Motto, die machen wir schon alle, die machen wir schon kalt. Und dann haben wir natürlich auch, es gibt ja Möglichkeiten, das Auto woanders zu parken und ja, vielleicht entsteht dann der Eindruck, dass ich alleine bin, aber dann war ich doch nicht alleine. So, und dann hat meine Mutter eben halt darüber gesprochen, wie entsetzt sie ist. Und sie erwartet jetzt, dass es sich endlich zum Positiven ändert und sie ihr Verhalten wirklich lässt. Und ich war an dem Zeitpunkt verreist und die Bekannte, die ja auch mehrfach angegriffen wurde, die war zu dem Zeitpunkt im Haus, weil sie meine Post eben halt aus dem Briefkasten geholt hatte und hat dann am nächsten Tag einen extremen Wutanfall wieder mitgekriegt. Die Frau ist also mit dem Schreiben von meiner Mutter, dann wieder stand sie bei mir vor der Haustür. Was das immer soll, begreife ich auch nicht. Sie hämmerte und klopfte und klingelte wie eine Verrückte. Und dann sah eben halt die Person, dass sie auf die andere Straßenseite rannte, weil der Schiedsmann wohnte ja nur um die Ecke. Und dann hat sie gesagt, so, jetzt gehe ich mal ganz schnell nach Hause. Und dort hat sie dann wohl auch nicht so ihren Willen gekriegt. Und war dann der körperlichen Attacke ausgesetzt, als sie dann hier längs lief zur Straße, kam die Frau dann wieder plötzlich von dem Herrn dann wohl, war so wütend, hat die Straßenseite gewechselt, ist auf die kleine Frau los und hat sie dann versucht, in die Hecke zu schubsen. Na, so viel dazu, sie will in Frieden leben. Naja, gute Rede, guter Sinn, also das Schreiben, was das dann vom Schiedsmann kommt, war auch nur voller Lügen. Ne, schon alleine von ihnen aus kommt ja nichts und das Übliche. Also ich habe mir das durchgelesen, ich habe gedacht, sag mal, wie kann jemand so sein? Wie kann jemand so boshaft und so gemein sein? Ich kann das nicht nachvollziehen. Besonders, warum lügt jemand so extrem? Und leider ist es so, wenn solche Personen auf diese Weise kein Recht bekommen, versuchen sie es auf eine andere Weise. Und das ging, war dann auch so. Die Belästigungen weiter und ich habe den Tipp der Polizei angenommen, habe denn ja, es gab zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, noch nicht solche tollen Aufzeichnungsgeräte. Es gab wieder, kam wieder zu einer nächtlichen Attacke, wo denn diesmal der Nachbar da rumstammte und rumschrie und rumgrölte und die schlimmsten Sachen davon sich gegeben hat. Ich habe es aufgezeichnet und habe im Beisein eines Zeugens am nächsten Morgen ihn daraufhin angesprochen, habe ihm das vorgespielt, habe ihm auch gesagt, er war dann bei, das Bad weiterzubauen. Ich sage, Sie müssen da eine Wand ziehen. Ich habe ihm die Tipps gegeben, was und was weiß ich. So, und anstatt zu sagen, ja, es tut mir furchtbar leid, auch hier mit meinen Vorfällen, hat er uns wieder angepöbelt. Und ein paar Tage später, ich saß hier unter anderem mit meiner Mutter. Die Person, die angegriffen ist, war auch dabei. Und dann noch ein paar andere. Wir saßen hier gemütlich und klönen. Plötzlich klingelte das Telefon. Nach dem letzten Gespräch mit dem Nachbarn war auch nicht einsichtig. Ich habe ihn dann nochmal gefragt, ob es nicht mal endlich Frieden geben könnte. Und dann kam plötzlich ein Anruf von der Polizei. Sie vergewisserten sich, dass ich die Person bin, die hier wohnt, und erst habe ich das für einen Witz gehalten, sah dann aber, dass es die Nummer war. Ich habe da auch schon wieder an schlechten Scherz gedacht und dann sagte der Polizist, dass ihm eine Online-Anzeige vorliegen würde und ich denke gleich, aha, ich kann mir schon vorstellen, was. Habe ihm erzählt, was Sache ist, habe ihm auch gesagt, was wir schon eingeleitet haben und dass auch schon Kollegen von ihm vor Ort waren und mir immer geraten haben zur Vorsicht und dann erzählte ich halt von einer anderen Person, die auch massive Probleme hat und immer angegriffen wird. Und daraufhin sagt er unfassbarerweise, ja, gegen die Frau liegt auch was vor. Auch eine Online-Anzeige. Er war fassungslos, weil er wohl noch nie eine Online-Anzeige bekommen hatte. Aber ich sage, ja, sie kann ja auch schlecht zur Polizei gehen, weil es liegt ja gegen sie viel vor. Und
Er hat uns wieder den Tipp gegeben, bei jedem Vorfall die Polizei anzurufen, nichts mehr zu machen, zu ignorieren, die Person nicht mehr mit der Person zu sprechen. Und in der Hoffnung, es wird besser. Ja, leider wurde es ja nicht besser. Kriegt sie auf diesem Wege nicht ihren Willen, wird es auf eine andere Möglichkeit. Denn am 14. März, ich war wieder nicht alleine, flattert mir denn nun ein Brief ins Haus. Ich muss mal gucken, ob ich das hier... Ein Brief ins Haus, der mich eigentlich auch nur sprachlos gemacht hat. Ich glaube, das habe ich hier so liegen. Muss ich mal gucken. Na, ist auch egal. Auf jeden Fall flattert mir von der Behörde ein Brief ins Haus, die sich auch um die Psyche kümmert. Den Tipp, den ich damals gekriegt habe, 2009, von der Frau beim Amt, weil sie der Meinung war, nach meinen Erzählungen und der meiner Zeugen, die auch davon betroffen ist, dass die Frau Hilfe braucht, bekam ich nun von diesem Amt ein Schreiben. Und ich wurde aufgefordert, mich zu melden und Termin wahrzunehmen, weil ich wohl Stress machen würde. So. Also habe ich gesagt, so, es reicht. Ich habe dann sofort an dem Tag dort angerufen. Ich habe erst eine Frau im Apparat gehabt. Ich sage, ich muss dringend den Herrn sprechen, der das geschrieben hat. Ich sage, wir müssen jetzt was unternehmen, das geht so nicht weiter. Und ich hatte den Herrn dann am Telefon, habe ihm gleich auch darauf hingewiesen, dass das Telefonat, dass noch weitere Personen anwesend sind. Ich habe ihm eine halbe Stunde mit ihm gesprochen, habe ihm geschildert, was alles vorgefallen ist, dass es auch Zeugen, die auch eben halt das gleiche Problem haben und dass jetzt endlich was passieren muss. Der Mann war so entsetzt, der war fassungslos und hat immer nur sich entschuldigt, dass er bei mir mich kontaktiert hat, wenn er das vorher gewusst hätte und. Ich wies ihn darauf hin, dass ein Anwalt sich dem jetzt angenommen hat und dass ich aber zur Untersuchung müsste. Ne? Ich habe noch eine große Untersuchung vor mir, eine Herzkatheteruntersuchung, und ich weiß nicht, wie lange ich im Krankenhaus bleiben muss, und ich hoffe auch, dass ich nichts am Herzen habe und. Dass er aus all den Infos, dass er später, zu einem späteren Zeitpunkt, das hat mich dann auch total geschockt, die Tatsachen von den Zeugen, die ich namentlich bei dem Telefonat nannte, ganz gezielt weglässt und sein Telefonat ganz anders geschildert und beschrieben hat, hat mich sprachlos und fassungslos gemacht, weil ich ihm auch auf die Schwere der Situation aufmerksam gemacht habe. Nun gut, also es war dann, ich hatte dann die Herzkatheteruntersuchung. Es stellte sich raus, Gott sei Dank, dass ich nichts hatte. Aber die eine Ärztin fragte mich denn, ob ich eine Soldatin wäre. Ich sage, wie Soldatin? Ja, sagt sie, ihre ganzen Symptome, sie sind körperlich gesund, aber die Symptome haben sonst eigentlich nur Menschen, oder mehr gesagt, die aus Kriegsgebieten kommen, die schlimme Sachen erlebt haben, oder Soldaten, die wir betreuen. Ja, dann habe ich ihr von der Situation zu Hause erzählt. Sie mir auch wieder, um Gottes Willen, Frau Becker, machen Sie nichts selber. Sie hat mir auch nochmal die Schwere der Krankheit erzählt, die diese Person haben. Hat mir dann zum ersten Mal viel, denn das Wort Narzissmus hatte ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht weiter gehört. Und sie riet mir, vorsichtig zu sein und vor allen Dingen nicht mehr zu reagieren. Aber ich habe ihr auch gedacht, so, je weniger ich reagiert habe, desto mehr rastete sie aus. Ich habe trotzdem versucht, weiter fröhlich zu sein und. Ich war natürlich so angeschlagen, dass ich auch erstmal in Urlaub gefahren bin. Und um dem zu entgehen, um mich zu erholen, die Situation zu Hause, die war dann auch so extrem, dass ich auch oft gesagt habe, Mensch, denn dass mich dann Freunde anrief, Mensch, Kissen, wo bist du, bleib weg. Das ist hier gerade wieder die Hölle los. Oder Kinder haben ja ein Feingefühl, dass dann der Nachbarsjunge ankam. Der hat meine Birnenmarmelade immer geliebt, ne? Das war so ein kleiner Stöpsel. Der hat dann immer seine Großeltern besucht und dann kriegte er hier seinen Toast. Und er war auch total feinfühlig. Der hat mich auch immer, Mensch, Kissen, du musst jetzt mitkommen. Und dann kaum war ich weg, dann hörten wir wieder Geschrei, was ja über die zig Gärten zu hören war. Das war unüberhörbar. Und er saß da in der Küche, wir saßen zusammen, er guckte mich an, ließ das Toast fallen, also so ähnlich wie die Tochter meiner Freundin Claudia mit ihrer Zeichnung, guckte mich an, wir müssen sofort gehen, du musst sofort mitkommen. Ich sag, ess doch erstmal deinen Toast auf. Nein, du musst sofort mitkommen, wir müssen jetzt sofort gehen.
Das haben wir dann auch gemacht. Er drängelte und drängelte und wir waren kaum aus dem Haus raus. Da hörten wir schon den Schrei wieder. Ne? Also sie kriegt dann wieder einen Wutanfall und wo dann scheiß Nachbarn und ich mach die alle, ich mach die kalt und was sie dann immer von sich gegeben hat. Naja, und dann hatte ich dann auch mein kleiner Engel, die saß dann hier auf, sie saß auf dem kleinen Kinderstuhl hier an meinem Glastisch. Sie wollte mich unbedingt besuchen, sie saß dann da und wir wollten einen schönen Nachmittag verbringen. Und ihr Vater sagte, gut, dann hole ich dich nachher ab. Und plötzlich guckte sie mich auch so ganz große Augen an und sagte, Kirsten, du musst mitkommen, du musst mitkommen. So, und dann bin ich mitgekommen und dann umarmt sie mich ein wenig später und sagt, ich sag, hast du mich so lieb? Nein, sagt sie, ich sollte dich umarmen. Und diese Szene habe ich auch in einem anderen Video beschrieben, diese Feinfühligkeit der Kinder. Die Kinder, die haben ja ganz große Antennen. Und ja, dann höre ich plötzlich mein Handy und gehe nach und gucke. Und da bekam ich dann eine Nachricht oder erhielt eine Nachricht, wo ich denn bin. Ich sollte unbedingt heute nicht mehr nach Hause kommen, weil hier ist wieder Zambano. Also wirklich vom Feinsten, vom Schlimmsten. Ne? So, und ich hatte natürlich auch zwischendurch dann trotzdem nochmal mir gedacht, so, ich gehe mal rüber und spreche nochmal mit denen, aber irgendwas hielt mich ab und wenig später kam es wieder zu einem ganz schlimmen Vorfall, was aber unter den Ehepaar stattgefunden hat. So haben wir eigentlich die kleinen Kinder, die kleinen Seelchen irgendwie immer das gerettet. Und worüber ich dann total berührt war, dieser kleine Junge, der mich ja unbedingt aus dem Haus raus haben wollte, kam eines Tages, also liebte seine Autos, Feuerwehr, Polizeiautos, das waren sein Segen. Da schenkte er mir so ein großes Polizeiauto. Ja, wir konnten mal die Türen aufklappen, kam damit an und ich sagte, das möchte ich dir schenken. Wieso? Sag ich, möchtest du mir das schenken? Ja, das möchte ich dir schenken, das... Die Polizei soll dir helfen. Die Hälfte, die Polizei, sagt er dann immer. Dann rannte er durchs Haus und er bestand darauf, dass dieses Auto im oberen Raum, wo eigentlich auch eine ganz schlimme Quelle ist, jetzt auch extremste Lärmbelästigung durch dieses neue Bad, wo man ja auch wirklich alles hört, auf die Fensterbank gestellt wird. Ne, die Polizei soll dich beschützen, sagte der Kleine. Naja. Und dann natürlich, ja, dann kam ich wieder im März, wieder nächtliches Gebrüll, lese ich hier alte Schlampe, sucht er, ne, und Wutanfälle. Ich, wie gesagt, ich verzichte auf die ganzen Ausbrüche, die gibt. Das ging auch weit unter die Gürtellinie, die Beschimpfung. Ne? So, und ja, dann hat meine Mutter nochmals die Nachbarn angesprochen, obwohl die Polizei uns ja abgeraten hat. Hat nochmal ein Gespräch geführt mit denen, wo natürlich auch wieder der Mann stand nur daneben, sagte nichts und sie natürlich wieder, ich will hier nur in Frieden leben, ich mache ja nichts, aber ihre Tochter ist ja diejenige und so ihr Spielchen und war einsichtig und meine Mutter sagt, also auch wie erschüttert sie wieder ist, sie hat auch das halbfertige Bad nochmal angesprochen und hat gesagt, also dass ich da auch endlich was tun muss. Naja, und es endete natürlich, meine Mutter drehte sich um. Sie sagte, ja, der Alten hätte ich am liebsten in ein A getreten und dann flippte sie wieder aus. So, naja, und dann Ende Mai versuchte ich auch nochmal, mich mit dem Nachbarn zu unterhalten. Der guckte gerade oben aus dem Fenster. Ich war im Garten mit einer weiteren Person und war da am neuen Bad am Wirken. Und ich habe versucht wirklich, ich ihm nochmal gesagt, er soll darauf achten, dies und das machen. Aber es endete in einer Wüstenpöbelei seinerseits. Daraufhin habe ich den gesagt, so, habe ich den Rat der Polizei wahrgenommen, habe eine Anzeige gemacht, in der Hoffnung, wirklich, es endet sich irgendwas. So, und dann, ja, ein paar Tage später wurde ich nachts um 2 aus dem Schlaf gerufen und dann fand wieder drüben das Schlimmste. Ich hatte dann vorher ja auch dem Polizisten, wo ich dann mir nochmal Rat geholt habe, auch nochmal gesagt, dass ich befürchte, dass es erst wieder der Anfang ist. Das war auch zu spüren. Es kamen immer so kleine Wellen und dann kam der Hauptkrach. Und ich habe zu ihm dann auch gesagt, dass ich befürchte, dass es bald wirklich zum großen nächsten GAU wieder kommt. Und das fand dann wirklich, wirklich, am 13.05. war ich da und am 14.05.
2011, zwei Tage später, kam es zum den nächtlichen GAU, wo ich Gott sei Dank vorher wieder vom Gefühl her vorher wach wurde. Sonst hätte ich wirklich zusammengezuckt. Ich habe daraufhin natürlich sofort die Polizei angerufen. Und unfassbar aber war, einer der Polizisten, das war der, wo ich vorher zur Beratung war. Und er sagte nur, Mensch, ich hätte nicht gedacht, Frau Becker, dass wir so schnell kommen. Wir regeln das jetzt. So, und dann sind sie rüber. Natürlich, die Polizisten wurden angeschrien, so nach dem Gleiche wieder, wir machen ja gar nichts, von uns aus geht nichts. Die waren, glaube ich, in der Nacht zwei, dreimal da, die Polizisten. Einmal haben sie dann nochmal geklingelt und dann fragte er, dann ist denn jetzt Ruhe, wir gehen jetzt nochmal rüber. Und dann teilte er mir auch mit, dass sie sich wohl hinter der Hecke versteckt haben, um die Situation zu beobachten. Ne? Auto weggefahren und so, diese Methoden. Ja. Ja, dann habe ich natürlich aufgrund dessen auch nochmal wegen Beleidigung und sowas eine Anzeige gemacht. Also die Polizisten meinen, je mehr ich mache, desto mehr ist in den Akten. So, und dann hatten wir nochmal versucht, mit dem Herrn zu reden. Wir haben ihn zu uns rübergeholt, haben nochmal die Situation angesprochen, nochmal die Wutanfälle, nochmal darauf hingewiesen, was sie ja eigentlich durch den Schiedsmann erreichen wollten und eigentlich nichts passiert ist. Es nur dumme Sachen passiert sind. Ich sag, und das hatte meine Mutter auch bei dem letzten Gespräch, wo sie die beiden nochmal angesprochen hat im Garten, auch gesagt, warum sie jetzt einfach Lügerei veröffentlicht, warum sie Online-Anzeigen machen, warum sie dem Schiedsmann irgendwelche Lügen erzählt und trotzdem Stress macht und warum sie das an und mit Lügen. Ne? Und dann sagt sie wirklich ungelogen. Und dann sagt meine Mutter, sie wissen doch, dass das nicht die Wahrheit ist. Warum lügen sie? Das ist Rufmord. Da sagt sie, ich wollte Grenzen setzen. Ich wusste ja, dass nichts passiert. Ja. Na gut. Also haben wir nochmal einen weiteren Versuch gestartet, 2011, im Juni, am 20. Haben nochmal mit den Herren gesprochen. Und ein paar Tage, ja, haben ihn zu uns rübergeholt. Er wirkte sehr, der Mann wirkte, man merkte ihm an, man sah ihm an, dass er sich unsicher fühlte und sowas. Ich sagte auch nochmal, es muss doch eigentlich mal ein Ende haben. Was wollen Sie denn mit dem bezwecken? Was soll das alles? Und dann guckte meine Mutter und mich an. Wir hassen euch und werden euch so lange stressen, bis ihr endlich abgehauen und ausgezogen seid. Den Satz hat meine Mutter so geschockt, dass sie auf der Treppe, das Ganze ist hier passiert, meine Mutter stand hier an der Treppe, der Herr stand hier unten, zusammengesackt ist. Dann dreht er sich noch zu meiner Mutter um und sagt, und du wirst schon lange in der Kiste liegen, wenn wir noch hier sind. So. Und dann habe ich auch, ich habe gesagt, ich sage, das darf nicht wahr sein. Hinzu kam, dass natürlich, ich bekam natürlich auch vom Freund, der sagte, ich kenne da welche, die regeln das auf ihre Weise. Aber ich will nichts mit Gewalt regeln, ganz. Ich habe gedacht, mit Gespräch oder so. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass nach diesem Gespräch mit den Herren kriegten plötzlich die andere Person und ich, also auch aus der Nachbarschaft, eine Unterlassung, wo wir dann wieder beschuldigt worden sind, der Dinge, die uns angetan worden ist. Meine Mutter kriegte dann ein Schreiben, die sollte sich dann plötzlich eine eigene Gasheizung legen. So. Daraufhin, nach zwei, drei Schreiben war mit mir von unserem Anwalt an den Gegenanwalt, war das dann auch erledigt. Unter anderem hat er auch darauf hingewiesen, auf die Paragraphen, ja, die sich um Gerechtigkeit, Rufmord und sowas und Falschaussage, das sollte er seiner Mandantin mal klar machen. Ja. Und dann, wir waren im Garten, ich war im Garten und wieder nicht alleine. Ich danke wirklich den Göttern und Geistern, dass ich nie alleine war, bekam ich dann plötzlich mit. Ich saß unter anderem mit meiner Mutter und noch weiteren Personen im Garten. Und wir kriegten mit, dass die Nachbarin wohl telefonierte. Was mich total schockte war, ich hatte das Gefühl, als ob ich da rede. Nein, ach, ich mach doch gar nichts. Und oh, die Nachbarin, ich bin so verzweifelt, die randaliert da rum und... Ich habe gedacht, das gibt's nicht. Und dann sprach meine Mutter das aus, was ich gedacht habe. Du, die redet ja wie du. So, und dann wurde das Gespräch je unterbrochen von einem Wutanfall der Frau. Und dann rannte die Frau wieder durch den Garten im Beisein ihrer kleinen Tochter, weil sie hatte wieder nicht ihren Willen gekriegt. Wir vermuteten, dass sie wahrscheinlich den Anruf von ihrem Anwalt gekriegt hat und er ihr wohl auf den Kopf zugesagt hat, dass sie wohl da nicht die Wahrheit gesagt hat und. Auf jeden Fall kam es wieder zu einem schrecklichen Wutanfall.
so schrecklich, das kann man sich nicht vorstellen. Daraufhin hat dann unser Anwalt nochmal, also wir sollten, es kam ja noch zu weiteren Wutanfällen, ja genau. Ja, dann hatten wir Akteneinsicht genommen, das hat mir auch den Magen umgedreht. Na gut, sie hat ja geschrieben, dass ich über alles Mögliche über mich geschrieben, unter anderem, dass ich so vor mich hin vegetiere und. Was mich aber dann zu dem Zeitpunkt total geschockt hat, war die Tatsache, dass die Dinge, die ich erzählt habe, die ich dem Herrn vom Gesundheitsamt erzählt habe, mit keinem Wort erwähnt worden sind. Gar nichts. Es wurde die Situation nicht erklärt, gar nichts wurde da erzählt. Das hat mich einfach nur fassungslos gemacht. Ich habe gedacht, das kann nicht angehen. Es wurde eher so hingestellt, es wurde erwähnt, dass ich demnächst ins Krankenhaus komme und sehr redegewandt bin. Und man dann eins und eins zusammenziehen muss, so nach dem Motto, sie ist ja nicht ganz zu retten. Ja. Dann kam es nochmal zu einem extremen Wutanfall. Und zwar 15. Oktober 2011. Das war schon in Morgenstunden zu hören. Der Wutanfall eskalierte aber so dermaßen, dass sie wohl auch eine heftige Streit mit ihrem Mann hatte. Ich weiß nicht, es ging wohl auch irgendwie um das Bad. Und er rief auch immer, wegen dir haben wir so viel Stress und Ärger. Er rannte wohl dann raus und ich sah, wie sie dann am Haus vorbeirannte. Und ich hatte dann vorher noch mit einer Bekannten telefoniert, die sagte, ich komme rüber, nicht, dass du alleine bist. Dummerweise kollidierte das mit der Frau, die ja natürlich wieder ums Haus rannte und dann hier wieder da vor der Haustür dann stand und Sturm klingelte. Ich hörte nur ein großes Geschrei. Und zu dem Zeitpunkt war auch noch kein Tor im Torbogen und ich ging dann nach hinten von der Küche, weil ich dachte, ich gehe von hinten rum, ich mache nicht vorne die Tür aus. Ich habe den Rat der Polizei ernst genommen. Ja, und dann sah ich, dass diese Frau eben halt hier unten an der Treppe stand, wieder mit dem hochroten Kopf, wie bei ihrem ersten Wutanfall, nachdem sie gerade mal 4 Wochen nebenan wohnten. Mit dem hochroten Kopf, mit der Zigarette im Mund und war da am Rumschreien, am Rumpöbeln. Diese Person, die stand so stocksteif im Schock, die konnte sich nicht rühren. Gar nichts ging da, wirklich gar nichts. Ich habe sie dann wirklich nur noch laut gebrüllt, sie soll den Hof verlassen. Wir haben die Polizei angerufen, die natürlich viel zu spät kam. In der Zeit war sie schon verschwunden und es kam zu einer weiteren Attacke, weil meine Mutter kam vorbei. Auf die ging sie dann auch gleich los. Sie wollte sich ihr erklären und brüllte da rum und es war entsetzlich. Und ich habe ihr wirklich den Hof verwiesen und habe gesagt, es reicht. So. Und nach diesem Wutanfall, wie gesagt, hat dann unser Anwalt nochmal den Herrn vom Amt angerufen mit der Bitte, doch uns zu helfen. Wir sollten unsere Sicht der Dinge aufschildern, unter anderem die Person, die nun durch den Garten gejagt worden ist. Das wusste ich auch nicht. Also sie kam zur Haustür und die Frau schrie sie an, diese wütende Frau, und jagte sie durch den Garten. Und dann drehte sie sich um, dann war sie weg und dann wollte sie wieder nach vorne laufen und dann wurde sie wieder angegriffen. Also unmöglich, was sich da für Situationen angetan hat. Und das hätte ja auch alles verhindert werden können. So, und aufgrund dessen haben wir natürlich nochmal hingeschrieben, wir haben nichts gehört vom Amt, warum auch immer, keine Ahnung. Bei der Akteneinsicht soll der Herr auch gesagt haben, dass er sich wundert, er dachte, die Sache ist erledigt und warum jetzt Akteneinsicht stattfindet, und für ihn war die Sache erledigt, die hätte er irgendwann weggeheftet, wenn das immer so läuft. Also wenn der rechtzeitig was passiert wäre, wäre ja vieles uns erspart geblieben. Naja, das ging weiter wie gehabt. Es ging wirklich weiter wie gehabt. Im Januar gab es dann nochmal einen riesen Wutanfall drüben, woraufhin ich aus dem Haus bin, weil ich gesagt, ich muss mir das nicht mehr antun. Als ich später nach Hause komme, hatte ich einen Riesensprung in so einer ganz großen Buntglasscheibe. Man sah genau, wo der Schlag reingegangen ist. Und mir wurde dann halt auch erzählt, dass sie wohl wieder darüber gerannt sein muss. Ne? Das wurde beobachtet. Naja, und in der Zwischenzeit teilte mir dann auch unser Anwalt mit, dass sie die Kanzlei auflösen. Er wollte sich anders umorientieren. Vielleicht hat er aber auch die Lust verloren an all dem, weil öfters mal Aussagen fielen, es hat gar keinen Zweck und Recht haben und Recht bekommen. Das sind zwei Paar verschiedene Schuhe und es bringt alles keinen Spaß mehr. Weil wir haben ja Gesetze, es passiert erst etwas, wenn was passiert.
Nach dem letzten Wutanfall, wo sie dann ja auch die eine Person durch den Garten gejagt hat, kam die Polizei. Ich sage, wann passiert denn endlich was? Ja, rufen Sie uns, machen Sie eine Unterlassung oder sonst irgendwas. Ich sage, da muss doch was passieren. Ja, es passiert erst was, wenn was passiert ist. Ich sage, toll. Das ist für Menschen, denen so gedroht wird und die solchen Attacken ausgesetzt, keine irgendwie Lösung. Naja, auf jeden Fall habe ich den Herrn nochmal aufgesucht da von der Behörde, weil ich um Hilfe bitten wollte, in Begleitung einer weiteren Person, die Zeuge war, mit der Hilfe, bitte wirklich uns zu helfen. Er reagierte ganz komisch, als wir sein Büro betraten, als er wusste, um wen das geht, um was es ist. Es sprang er vom Schreibtisch total hysterisch auf und hörte uns nicht an, hörte auch die Zeuge nicht an und stammelte irgendwas. Er braucht die Unterlagen von der Polizei, ne? Er braucht die Aktenzeichen und die Unterlagen. Ich sag, wieso? Sie brauchen doch nur da anzurufen. Das behördenübergreifend klappt das doch. Natürlich habe ich mir das nicht nehmen lassen. Ich bin dann zur Polizei gegangen, habe die Aktenzeichen geholt. Es war eine ganze Reihe, ich kriegte einen kleinen Zettel, wo das drauf stand. Und die Polizistin sagt nur zu mir, Frau Becker, ich bin richtig froh, dass Ihnen jetzt endlich geholfen wird. Was hier steht, das ist ja wirklich heftig, was meine Kollegen da geschrieben haben. Na gut, also bin ich dann am 19. März, also ein paar Tage nach dem 13., wieder da gewesen. Diesmal alleine, weil ich dachte, jetzt kriege ich ihn zu sprechen. Und als er mich dann sah, eine Kollegin vorher kam dann aus der Tür raus. Ich bin dann rein, ich sage, so, ich habe jetzt die gewünschten Aktenzeichen hier. Ich sage, die Unterlagen habe ich natürlich nicht mitgekriegt. Sprang er wieder total stressig hoch auf und ließ mich nicht zu Worte kommen und sagte, bevor Sie mir was unterstellen, ich hole meine Kollegin und. Und ich wollte nur Fragen haben. Ich wollte Fragen haben, warum er so komische Sachen in unserem Telefonat geschrieben hat, dass ich nichts geschrieben habe, was wahr ist. Die Sache so verdreht hat, dass man annehmen kann, wenn man die Akte jetzt liest, dass ja ich dieser Auslöser bin, mit keinem Wort die Personen erwähnt sind, die um Hilfe gesucht haben. Ich habe ihn auch gefragt, ob er das letzte Schreiben gekriegt hat, wo auch die Person, die angegriffen worden ist, gesagt hat, dass sie Angst hat, dass sie jetzt immer ein Pfefferspray bei sich hat. Ja, er hätte das gekriegt, so. Und er saß die ganze Zeit vor mir, konnte mich nicht angucken, drehte an seinem Gummiband. Seine Kollegen saßen daneben. Ich sag, es kann doch nicht angehen. Warum passiert nichts und sowas? Ich sag, warum haben Sie mich denn überhaupt angeschrieben? Ja, er wollte mich kennenlernen, so. Im Grunde, er hat mir auch nicht die Frage beantwortet, warum er denn Unwahrheiten geschrieben hat, warum er denn wirklich die Fakten unter den Tisch fallen lassen hat, hat er mir nicht beantwortet. So. Und dann habe ich unter anderem auch noch mal ein Gespräch geführt mit dem Schiedsmann, weil ich auch wissen wollte, was da abgegangen ist. Und übrigens, die Frau soll natürlich alleine hier beim Amt gewesen sein, war sehr, sehr überzeugend. Dann habe ich den Schiedsmann noch mal aufgesucht, ne, weil was in dem Schreiben stand, unter anderem jetzt mischt sich die Mutter ein und. Ja, wir gehören zusammen. Das ist ihr Eigentum und sowas, ne? Habe ich auch nochmal ein Gespräch mit ihm geführt. Und wieder stellte sich raus, dass auch da die Frau Redesführerin war und der Mann ganz schüchtern daneben saß. Ja. Und er sagte, ja, Frau Becker, hätten Sie den Schiedsmann-Termin wahrgenommen, dann hätten wir Sie jetzt festnageln können und. Ich sage, ja, ich wollte den wahrnehmen. Aber aufgrund des Briefes von meiner Mutter hat sie das ja alles abgebügelt und hat ja auch nur geschrieben, von ihr aus würde nichts, kein Stress kommen. Ich sage, und das, was wir jetzt in dem letzten Jahr, nachdem sie ja nun wieder ihren Willen nicht gekriegt hat, erfahren mussten, ist ja wirklich schwerwiegend. Ja, und er sagte dann auch, dass der Mann wieder nichts gesagt hat, dass also wirklich alles von ihr ausging. Das habe ich ja auch sowieso schon erwartet und ich habe mir erspart, noch irgendwas zu machen. Und nach dem letzten Wutanfall haben wir natürlich ein Tor in Torbogen gemacht. Und dann, man wird es nicht glauben, aber es ist leider so, am 18.09. wieder, das war auch ein Hauptding, ich stand mit der Leiter hier oben auf diesem, hier oben da, und dann, ich wollte diesen Überstand, da wollte ich pinseln, und
wieder war ich Gott sei Dank nicht alleine. Meine Mutter und noch eine Person saßen im Garten unter dem Birnbaum auf der Bank und ich saß da oben und pinselte und plötzlich hört mir sie wieder schreien. Ich denke, oh, wieder so ein blöder Wutanfall, das passt ja wieder nicht. Und sie schmiss mir einen riesen Beutel entgegen. Ich konnte gar nicht sehen, was das ist. Ich weiß nicht wie, ich hatte ja in der einen Hand einen Malereimer, in der anderen Hand einen Pinsel. Die Leiter flog runter, ich stand aber oben auf dem Sprung hier und ich sah dann, dass dann Kotbeutel lag, ein Hundekotbeutel mit, also voll prall gefüllt, muss vom großen Hund gewesen sein. Dann sah ich meine Mutter angerannt kommen. Die Frau pöbelte natürlich drüben auf der anderen Seite rum, wieder ihre übliche Pöbelei, die sie immer auf eben halt drauf hat. Meine Mutter, ich habe noch nie gesehen, dass meine Mutter so schnell rannte. Sie war ja auch schon weit über 70, ja 72 zu diesem Zeitpunkt. Sie nahm diesen Büdel, schmiss ihn rüber und hat die Nachbarn zurechtgewiesen, ich auch. Natürlich brachte es nichts, sie rastete wieder aus, sie war wieder in ihrem Wahn und jetzt kommt's der Hammer. Das wusste ich auch noch nicht. Der Hundekotbeutel ist kein Hundekot, sondern Katzendreck, den ich überall in den Vorgärten gesammelt hat. Das hat sie zu meiner Mutter gesagt. Ja, ihre Tochter, ich weiß ganz genau, die hat überall den Katzendreck in den Vorgärten rausgesammelt. Also sagt man doch Hallo. So, aufgrund dieser Geschichte haben wir natürlich uns wieder nochmal sind wir auch wieder zur Polizei gegangen, Rat wieder zum Ordnungsamt und ne, was sie uns dann alles so die Tipps gegeben hat. Unter anderem habe ich jetzt eine Kamera dann angebracht, was natürlich dann ja auch wieder, das fand sie dann ja auch nicht okay. Also mit nichts, mit ignoriert, gar nichts kam man weiter. Dann sind wir nochmal zum Ordnungsamt gegangen, haben dort nochmal einen Versuch gestartet. Eine späte Attacke war, hat angeblich Nachbarn ihre Hunde, ihre kleinen Welpen nicht ordnungsgemäß weitergereicht. Dort hängte sich das Ordnungsamt an, wo wir schon, das war ein anonymer Anruf, wo wir auch schon gesagt haben, na, da hängt wohl ein Zusammenhang. Wir waren mit 4 Personen da, haben die Situation geschildert. Da hieß es, ja, wir sollen zur Polizei gehen, wir sollen zur Bürgerbeauftragten. Also jeder schob das hin und her. Um das Ganze abzuschließen, ist es eine Traurigkeit, es ist wirklich unfassbar traurig, dass so viele Sachen passieren. Ich habe recherchiert, so viele Sachen passieren, so viele Menschen bitten um Hilfe. Nichts passiert. Ne? Erst wenn denn, es sind viele, die zur Polizei gegangen, sich bedroht gefühlt haben, immer und immer wieder hingegangen sind. Später sind die Personen verstorben oder aber sie werden auch attackiert, wie wir attackiert werden. Dann hat der einen Herzinfarkt gekriegt. Das kam ja auch noch hinzu. 2013 wurde dann behauptet, dass die eine Person das Nachbarskind misshandelt hätte. So, das kam später raus, dass es wohl die Frau in die Welt gesetzt hat. Woraufhin, nach all der Attacke, die Person einen Herzinfarkt erlitten hat. Meine Mutter hat ein Magengeschwür gekriegt, was später 2015 ganz extrem schlimmer wurde, bekam Bauchspeicheldrüsenkrebs. Vielleicht ist das alles ein Auslöser gewesen von diesen ganzen Attacken, die wirklich schwerwiegend waren. Und es nahm ja kein Ende, weil wir haben ja noch im Satz, wir hassen euch und werden euch so lange stressen, bis ihr abgehauen und ausgezogen seid. Das ist ja das. So, und dann Wendeltreppe, nirgendwo kann man mehr schlafen. Das Bad ist eine Katastrophe. Ich habe ihn auch angesprochen nochmal. Ich sage, das kann nicht angehen. Auch schon im Vorfeld. Ich habe zu ihm gesagt, irgendwann kommt der Tag. Hammer ist, er ist Sanitätsfachmann. Ich habe mich auch nochmal kontaktiert. Irgendwann habe ich mal den Chef vom Ganzen kontaktiert mit der Bitte, Mensch, können wir nicht da was regeln? Auch mit dem Auto hier, das macht die ganze Auffahrt kaputt. Es passierte nichts. Er hatte Angst, der Mann. Hatte ich gedacht, wir können gemeinsam was regeln. Und das Erstaunliche ist, als ich ihn ankontaktierte, Mensch, liebevolles Miteinander und können Sie nicht da, ne, und es wäre schön und, dass unter anderem das Auto nicht mehr da parkt, weil wir ja, ne, das ist ja auch Blödsinn, ne, wir fahren weg und er rennt raus und parkt das Auto um und so. Und daraufhin hat er mich dann auch gleich kontaktiert oder hat auch vorher geregelt, den Nachbarn hat er wohl angerufen, so sah es jedenfalls aus. Und ich hörte dann auch nur, dein Chef kann dir nichts, ne? wenn er dich rausschmeißt, dann gehst du zum Arbeitsgericht und. So, und als die Sache eben halt mit dem Badezimmer kam, was mich ja auch so fassungslos gemacht, wie kann jemand, der in diesem Bereich arbeitet, ganz gezielt darauf verzichten? Normalerweise
ist das ja halt so, hier zum Beispiel, das ist jetzt hier das, hier, das ist das Schlafzimmer, mein Schlafzimmer, so. Und dann hier oben am Fenster ist das Bett und hier drüben ist die Dusche, die Toilette, die Badewanne. Man hätte eine Wand ziehen müssen, ja, und die Rohre sind hier in die Wand eingelassen worden. So, und ich glaube, ich brauche nicht groß zu erzählen für jemanden, der sich damit auskennt, was das für eine Lärmbelästigung ist. Er hat einfach weitergemacht, aus vielleicht auch mit dem Ziel, irgendwann sind die Nachbarn weg und dann kann ich machen, was ich will. So, das Zimmer zu nutzen ist auch nicht mehr drin. So, und ja, hier so sind die Räumlichkeiten, ja, das siehst du hier, sieht man ja hier vorne, das sind die Zimmer, die nach vorne rausgehen. Da habe ich jetzt mein Büro, da habe ich auch alles umgeräumt und es ist alles zu hören, auch mit dem Laminat. Hier drüben ist ja die Küche halt, nicht Küche, sondern das Wohnzimmer. Ja, hier, das ist hier nochmal zu sehen. So, und hier hatten unsere alten Nachbarn auch ein Badezimmer. Die Wasseranschlüsse, die Rohre waren hier in der Wand. Ne? Und er hat das jetzt geändert. Ich brauche gar nicht drüben zu sein, um genau zu hören, was ist. Die Toilette, das ist ja der Schornstein, die wurde jetzt direkt da an Schornstein geschraubt. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Als ich in der Küche stand, konnte man richtig hören, wie da das festgeschraubt wird. Sehr appetitlich, weil hier auf der anderen Seite ist meine Küche mit meiner, ja, mit meinem Küchentisch. Und das dann alles zu hören, ist einfach nur furchtbar. So, und naja, und da ist dann das Fenster ist rausgekommen, da ist dann eine neue Terrassentür. Und ja, da ist dann ja hier so, da ist dann die Küchenzeile und da ist ja die knallende Schublade. Also die Personen, die schon hier waren, die das Haus von vorher kennen und wie das jetzt ist, ist es unglaublich. Also ein Privatleben findet nicht mehr statt. Man hört Tag für Tag alles. Einmal kontaktiert, dem die Firma gehört, in der Hoffnung, dass sich was ändert. Leider hatte er wohl auch Angst. Irgendwann hat er dann mir eine Mail geschrieben, nachdem ich nochmal drum gebeten habe. Wir haben ja natürlich auch den Herrn persönlich gesagt, Mensch, nun mach doch mal mit dem Auto, was soll das denn? Wir wollen hier in Frieden leben und was soll das provokante Verhalten? So, und dann habe ich per Mail den Eigentümer des Wagens nochmal kontaktiert, woraufhin er mich sofort angeschrieben hat an beide meine E-Mail-Adressen, wo ich auch sah, dass er unbedingt mit mir sprechen wollte, mit seiner Handynummer. Und unbedingt wollte, dass wir das gütlich alles regeln. So. Und dann hatte ich ihn angerufen und erstaunlicherweise hat er wohl dann, vermute ich mal, ein Streitgespräch mit den Nachbarn gehabt. Er war total verzweifelt, sagte, Mensch, sagen Sie mir doch, was ich machen soll. Und wenn ich ihn rausschmeiße, dann rennt er doch zum Arbeitsgericht. Und da war mir klar, weil ich ja zuvor den Wutausbruch der Frau gehört hat, dass der Chef auch gestresst worden ist. Und wenn man jetzt überlegt, wie sich das alles entwickelt hat im Laufe der Jahre, dass eine Person, die Stress gemacht hat, eine Person, die seit Jahren Stress macht, die stresst ihren Mann, ihr Mann will eigentlich Frieden haben. So, wenn sie nicht ihren Willen kriegt, dann geht sie auf den Mann los. So. Dann irgendwann weitet sich das auf die Nachbarn aus, die ja mitkriegen, wie sie drauf ist. Die Nachbarn bitten sie, friedlich zu sein. Sie macht aber Stress. Sie macht so viel Stress, bis sie ihren Willen hat. Und da schreckt sie auch vor Sachbeschädigung nicht zurück. Denn unfassbarerweise, nach dem Wutanfall mit dieser Hundekacke da, haben wir eine Kamera angebracht und mussten dann feststellen, dass nicht nur im vorderen Bereich am Efeu, sondern auch die gemeinsame Hecke in der Mitte von unserer Seite aus Pflanzengift drauf war. Das konntest du sofort sehen. Das schäumte überall. Es war rucki-zucki innerhalb von ein paar Stunden. Man sah genau, wie das rübergegossen worden ist. Was soll das? Also ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Na und wie gesagt, 2013 ist ja dann meine Mutter krank geworden. Dann habe ich nochmal, da hatte sie Magenschwür. Ich einen letzten Versuch gestartet. Also wenn man mit allem nicht hinkommt, mit gutem Willen nicht, wenn man eigentlich auch nicht wegziehen will, so wie es ja viele ist. Das sind ja viele Flüchtlinge. Alle flüchten sie. Man will ja gar nicht flüchten. Ne? Aber dann sind da welche, die Krieg führen und einem das Zuhause kaputt machen. Das ist ja nicht nur verbal Krieg führen. Ne? Viele, wenn die Bomben schmeißen, dann ist das Zuhause kaputt. Man verbindet mit den Orten nichts Schönes. Ich muss auch ehrlich sagen, ich kann das auch teilweise nicht glauben, was wir hier erlebt haben.
habe ich mich dann gedacht, so okay, der letzte Schritt Öffentlichkeit. Hab dann unter anderem an das hintere Fenster da, wo auch das Badezimmer ist, habe ich ein Plakat geklebt, in dem ich dann auch geschrieben habe, was ich möchte. Ne? Ich möchte endlich Frieden haben. Ich habe genau beschrieben, was ich möchte. Auch, dass wir seit 1952 oder 59, wie gesagt, nee, 59, warte, man muss mal gucken. Ich habe, was ich hier geschrieben habe. Ja, dass 59 Jahre das Haus in Familienbesitz ist. 52 Jahre haben wir ein schönes Leben geführt, und dass ich diesen Raum eben halt auch als Schlafzimmer weiter nutzen will, ohne eben halt extreme Lärmbelästigung, Wutanfälle und die bösen Spielchen soll endlich aufhören. Dann habe ich den Namen genannt, ne, angesagt, so wie man das als Kind auch, wenn mich jemand bedroht, dann sage ich, Herr, Frau, so und so, lassen Sie mich in Ruhe. Das habe ich dann eben halt auch nochmal gesagt. Und ich habe gesagt auch, dass ich ab sofort nicht mehr drüber schweige. So. Das habe ich hinten rangehängt. Es war ja nur im Garten. Im Grunde ist es jedem bekannt. Also ich habe ja nichts gesagt, was, ne? Und dann, ja, ein paar Stunden später, ich hatte gerade meine Mutter besucht, klingelt es an der Haustür, da steht die Polizei vor der Tür. Eine Frau und ein Mann. So. Ich wurde aufgefordert, dieses Plakat umgehend runterzunehmen. Ich darf nicht öffentlich den Namen sagen und ich muss damit rechnen, dass ich eine Strafanzeige bekomme und eine Geldbuße. So, dann habe ich die Situation geschildert. Ich sage, wissen Sie was? Es ist mir vollkommen egal. Wenn Sie der Meinung sind, dass ich eine Geldbuße kriege, eine Geldstrafe kriege, können Sie gerne machen. Aber vorher möchte ich Sie bitten, sich mit der und der Polizeistation in Verbindung zu setzen, zu gucken, was dort steht, was ihre Kollegen nicht nur mir geraten haben, sondern auch anderen. Ich sage, das ist jetzt der letzte Weg. Wie stoppt man Menschen, die nur darauf aus sind, den anderen zu stressen? Wie stoppt man so jemanden? Ja, und daraufhin hat er dann nur gesagt, ja, Sie haben recht, Sie haben recht. Aber mit einer Anzeige müssen Sie rechnen. Aber das habe ich natürlich nie bekommen. So, und das habe ich dann am nächsten Tag. Meine Mutter war natürlich, ne, total mit den Nerven unter und dann haben wir das Schild dann abgemacht. Aber Terrorspielchen ging weiter wie gehabt, woraufhin ich eben halt meine Wünsche öffentlich kundgetan habe, die ich vorne und hinten hingeklebt habe. Unter anderem habe ich dann geschrieben, dass ich mir wünsche, dass wieder ein friedliches Leben hier möglich ist, dass, ja, wir wünschen uns, dass wir die Pünktchen wieder als Wohlfühloase nutzen können, dass wir in allen Räumen verweilen und entspannen können, so wie es uns 52 Jahre möglich war. Zweitens, wir wünschen uns, dass wir diesen Raum wieder als Schlafzimmer nutzen können und wir wollen hier wieder schlafen und ausruhen können, ohne uns irgendetwas sehr Lautes oder sehr Unangenehmes aus dem Schlaf reißt oder uns nicht zur Ruhe kommen lässt. Drittens, wir wünschen uns, dass alle uns zugefügten Sachbeschädigungen wieder instand gesetzt werden und auch alles andere Böse und Unangenehme sich in Luft auflöst, sodass einem entspannten und schönen Wohn nichts mehr im Wege steht. Ja, das habe ich nach vorne gehängt und nach hinten gehängt. Und wieder hatte ich das große Glück. Ich habe gedacht, so, ne, ich möchte, das sind meine Wünsche und ich möchte endlich hier in Frieden leben. Alle Tipps, die wir gekriegt haben, wurden ignoriert. Und die ganze Zeit mit Ohrstöpseln hier rumrennen oder mit dicken Mickey-Mäusen hatte ich auch keine Lust. Und ich stand mit einer Person im Garten, die ja nun leider auch immer wieder angegriffen wird. Und plötzlich guckte die Nachbarin, die neue Hofnachbarin, bei mir über den Zaun und sagte: Frau Becker, da passiert was ganz komisch. Die hat eben einen Mann geklingelt, der wirkte auf mich so, als ob er Alkoholintus hatte und hat immer gesagt: Wo ist sie? Wo ist sie? Sie hat das kaum ausgesprochen, da stand dieser Mann tatsächlich bei mir am Gartentor. Dieser Mann kam von gegenüber, auch neu zugezogen, so lange wohnte auch noch nicht da, komplett konfus und sagt, ich soll sofort das Plakat da vorne abmachen. Ich sage, wieso? Das sind doch nur Wünsche, das ist doch nicht schlimm. Ja, er fühlt sich da belästigt. Und ich zu ihm, ich sage, ja, sag ich, das bleibt da jetzt erstmal hängen. Ich sage, bis sich die Wünsche erfüllt haben. Ja, er fühlt sich belästigt. Ich sage, dann gucken Sie doch nicht hoch. Ich sage, wenn wir dabei sind, ich sage,
Da vorne ist die Frau. Ich sage, Sie wissen noch gar nicht, was hier los ist. Irgendwie müssen wir mal zur Ruhe kommen und Öffentlichkeit ist das beste Mittel. Und ich sage, da vorne steht die Frau, die auch ganz Schlimmes erlebt hat. Kommen Sie ruhig mit in den Garten, hören Sie sich mal an und dann urteilen Sie selber. So, wenig später stand seine Frau da an dem Tor, das Gleiche. Sie griff mich auch gleich an und unfassbar. Ich bat sie auch, ich sage, kommen Sie ruhig mit in den Garten, hören Sie sich das an, was wir sagen wollen. Dann sah ich, dass die Nachbarn auch auf der Straße standen, voller schwarzer negativer Energie. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen. Ein Gutes hatte diese ganze Geschichte. Es war für eine ganze Weile Ruhe. Geht doch, sage ich. Und nun kommen wir wieder zu den Kindern. Am nächsten Tag habe ich dann meine Mutter besucht. Ich hatte sie besucht. Ich hatte dann in der Nacht draußen im Garten geschlafen, weil in der Nacht war auch natürlich wieder Wutanfall, war ja klar. Und am nächsten Tag habe ich meine Mutter besucht und da waren dann meine kleinen süßen Mäuse, die mich unbedingt besuchen wollten, total aufgeregt waren und ihre Eltern erzählten mir dann, dass die Kinder mich unbedingt besuchen wollten. Sie hatten also wieder total gespürt, dass bei mir irgendwas nicht stimmt. So viel dazu. Ja, und dann natürlich nach einer Weile Ruhe ging alles Spiel von vorne los. Wie hilft man jemandem? Warum? Und ich möchte echt wirklich, dass sich die Gesetze ändern. Dass nicht erst was passiert, wenn was passiert. Wie stoppt man solche Leute? Wir können doch nicht, wir friedliebende Menschen, wir können doch nicht alle abhauen, wir können doch nicht alle flüchten. Wie stoppt man so jemanden? Und ich habe diese Geschichte erzählt, die so schwerwiegend ist, dass ich davon auch teilweise nachts keine Ruhe habe, weil ich keine Erklärung habe, wie jemand ganz gezielt jemandem Schaden zufügen kann, wie man ganz gezielt so boshaft sein kann und obwohl man eigentlich es wissen müsste, wie es anders geht, es trotzdem nicht macht, aus Geldmangel oder weil der Raum kleiner wird oder was weiß ich, und alle Energie, alle negative Energie drauf zu setzen, dem Nachbarn das Leben zur Hölle zu machen. Oder nicht nur Nachbarn, es gibt ja auch andere Menschen, die sich attackieren, das sind ja teilweise auch nicht Nachbarn, den so attackieren, bis man verschwunden ist. Fakt ist, die Situation ist die gleiche. Die Wohnsituation ist die gleiche. Also sprich, wir müssen jetzt Tag für Tag, wenn ich jetzt hier oben, das Schlafzimmer kann man ja nicht mehr nutzen, hier nebenan ganz genau höre, wie wann eine Duschdose aufgemacht wird und aufgeschnappt wird, ich muss damit leben, ne, was nicht angenehm ist. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Und ich, warte mal, ich habe das jetzt, glaube ich, hier. Moment. So hört sich das an. So hört sich das an, wenn die Dusche duscht. So möchte kein Mensch wohnen. So möchte kein, das hätte verhindert werden können, indem eine Wand gezogen werden, indem da keine Wasserleitung in die Wand reingesetzt werden. Und so hört sich das an. Ich bin fassungslos. Und vorhin konnte man auch wieder hören. Mal gucken, ob ich das jetzt hier habe. Ne, warte mal. Warte. Das war der Staubsauger, ich glaube, es ist nicht gut zu hören, der dann auf den Fliesen hin und her schrappt. Also, wie man durch Boshaftigkeit ein wunderschönes Wohnen zerstören kann, ist für mich ein Rätsel. Für mich ist das alles ein Rätsel. Wie lebt man mit sowas? Also, dass man jemandem ganz gezielt bewussten Schaden zugefügt hat, ihm sein Eigentum zerstört hat, ist für mich auch nicht nachvollziehbar. Ja, ne, mit der Glasscheibe auch, das hat sie dann wohl beim Runtergehen da nochmal reingehauen, weil ich ihr die Tür nicht geöffnet habe. Ja, also wir sind ratlos und sprachlos und was mich wirklich fassungslos macht, ist halt die Tatsache, dass dies kein Einzelfall ist. Dass es überall Menschen gibt, die ganz bewusst und aggressiv da vorgehen, es ist egal. Es ist ihnen da vollkommen egal, was passiert. Und was mich erschüttert ist, dass die Behörden nicht eingreifen, die
wie es jetzt hier von diesem einen Amt, er dann ja auch ganz gezielt die Tatsachen unter den Tisch fallen lässt. Ne? Er stand da nichts davon. Er ist ja hier vorne, wo die Frau da war, hat er ja ganz... Obwohl, es ist alles geschwärzt. Also ein Großteil ist geschwärzt. So viel zur Akteneinsicht. Großteil ist geschwärzt. Ne? Und immer wieder steht, dass ich keinen Kontakt habe, dass ich vor mich hin vegetiere. Und. Ja, das ist also nicht nachvollziehbar. Und wir wussten auch noch nicht, dass meine Mutter ein großes Haus haben soll, mitten am Meer. Das wussten wir auch nicht, aber das ist auch notiert. Also es ist schon interessant, was ich da erfahren habe dadurch. Interessant wäre natürlich nochmal zu wissen, was sie nach meinem letzten Besuch geschrieben haben. Auch wie ich mit der Zeugin da war bei der Behörde, was da in den Akten ist. Ne? Und das ist ja auch kein Einzelfall. Ich verstehe es nicht, kann es nicht nachvollziehen. Und es wäre sehr viel erspart geblieben. Ganz, ganz viel Stress und Ärger wäre uns erspart geblieben, wenn uns geholfen worden wäre. Ne? Ich gehe auch davon aus, dass die Person keinen Herzinfarkt gekriegt hätte, meine Mutter kein Magengeschwür gekriegt hätte und vielleicht sogar auch die Krebserkrankung nicht ausgebrochen wäre, ich nicht krank geworden wäre. Mit Sicherheit wäre die Scheibe schon heil und alles. Einsicht gleich null. Und dabei ist es so leicht. Ein liebevolles Miteinander ist sowas von leicht. Es ist nicht schwer. Aber wie heißt es so schön? Es kann der liebste Mensch nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Oder noch anders, wie heißt es so schön? Meine Seele weint, wenn mein Mund schweigt, wird mein Körper krank. Und ich schweige nicht länger. Ich schweige nicht länger. Ich hoffe immer noch, dass es irgendwann sich was zum Positiven verändert. Obwohl, jetzt ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, wie man so schön sagt. So schön ist es ja nicht, aber dieser Spruch eben halt. Denn das Badezimmer hat er jetzt umgebaut. Wir können den Raum oben nicht mehr nutzen. Jeder Raum, ob das hier nebenan ist, wo jeder Schritt zu hören ist, diese komische Wendeltreppe da oben, die, ja, das Bad ist ja oben weggerissen worden. Es ist weggerissen worden. Da ist es weggerissen worden. Und da ist es, geht jetzt eine Treppe auf den Dachboden. Also im Grunde, früher konnten 8 Personen drüben sein. Wir konnten hier entspannt schlafen. Ich habe hier meine Kindheit verlebt. Meine Mutter hat hier ein tolles Leben gehabt. So fröhlich war es immer. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass es auch wieder fröhlich wird und das Gute siegen wird. Und die Menschen, die uns das angetan haben, irgendwann aufwachen und wir es schaffen, diese Erlebnisse zu vergessen. Und es so fröhlich ist und nie wieder Krieg, dass nie wieder Krieg auf der Erde stattfindet. Nie wieder. Obwohl, es gibt ja überall diese dummen Menschen. Ja, ich hatte das Gefühl, dieses Video zu machen, auch aufgrund einer Geschichte, die ich gehört habe von einem lieben Menschen, wo auch ein Gericht sogar Unterlagen einfach nicht ansieht oder die Fakten nicht berücksichtigt, wo ich mir sage, warum passiert dies? Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht verstehen, warum wir das hier alles erlebt haben und warum das passiert ist. Und heute, wenn ich heute die Eltern der Nachbarin nochmal treffen würde und sie mich nochmal fragen würde, ob ich verstehen könnte, warum ihre Tochter alle Blumen raushaben wollte oder alles, ne, würde ich sagen, oder sie vielleicht auch fragen, warum ihre Tochter das tut, oder ich würde ihr alles erzählen, was hier passiert ist. Und wie heißt es so schön, ich ernte irgendwann das, was ich aussehe, und nachdem die Hecke ja bei einer Nacht- und Nebelaktion rausgerissen wurde, in der Zeit, wo ich 2 Tage verreist war, hatte der Nachbar einen Bruch, einen Beinbruch, den er sich beim Fußballspielen zugezogen hat. Ich wusste sofort, das hängt ja zusammen, denn das, was ich anderen antue, das kommt ja auf mich zurück. Sehr wahrscheinlich. Und er sollte zur Ruhe kommen, vielleicht entspannen, mal in sich gehen. Ich hatte auch damals gedacht, so, Mensch, das ist ein netter Kerl, ne, das kann bestimmt eine tolle Nachbarschaft werden. Besonders als er dann auf der Terrasse gesessen hat und dann
mir immer gesagt hatte, Mensch, wie er meine schönen Rosen bewundert und was ich für einen schönen Garten habe. Er saß dann ja oft, ne? Und ich sage, ja, sie hatten ja auch einen schönen Garten. Sie hatten auch schöne Rosen. Es war immer wunderschön bei uns. Wunderschön. Und meine Oma und meine Mama haben auch immer gerne im Garten gesessen. Ne? Wir hatten das immer schön. Es war immer schön. Na, früher waren die Gärten ja noch so zusammen. Es war immer schön. Früher waren die Gärten ja noch so zusammen. Es war immer schön. Bis dann Menschen kommen und Krieg veranstalten. Wirklich nicht nachvollziehbar, aber das ist leider so. Ja, was soll ich sagen? Meine Mutter war lange nicht mehr hier. Ich halte mich tagsüber auf, muss natürlich auch öfters oder guckt nach den Rechten. Ja, und meine Mutter war lange nicht mehr hier, weil sie so wieder erinnert wird an die Erlebnisse, die sie schon im Krieg hatte. Die sind dadurch wach geworden. Und sie kann es nicht verstehen, dass Menschen so sind, warum sie so sind, warum sie uns das angetan haben. Es kann ja nicht nur damit zusammenhängen, dass sie uns stressen wollen, bis wir hier raus sind, aber das wollten sie. Sie haben ganz bewusst gelogen. Und Lügen tun viele Menschen auf dieser Erde. Viele Menschen. Und wir hätten schon längst Frieden. Hallo, guckt euch doch an. Vielleicht guckst du das gerade, der uns das angetan hat. Vielleicht guckst du dir das gerade an. Ne? Und wenn ich so überlege, wenn dieser junge Mann vielleicht dann doch die Kurve gekriegt hätte. Oder, wie hat er oft geschrien, wegen dir haben wir so viel Stress, ich verlasse dich, wenn du nicht aufhörst und, und. Aber er konnte wahrscheinlich auch nicht anders. Ne? Wie gesagt, einer fängt an, er droht dem anderen, der macht aus Angst mit und so läuft der Kreislauf, so entstehen Kriege. Ich hätte vielleicht auch anders durchgreifen können, aber ich habe es nicht gemacht. Und ich habe jetzt dieses Video gemacht und ich fühle mich wohl, dass ich das gemacht habe. Und ich hoffe, dass ich einige Menschen erreiche, dass es anders geht. Wie gesagt, wenn Einsicht gekommen wäre, ne? Und wenn ich denn heute auch höre, wie da oben im Bad, im neuen Badezimmer auf den Fliesen mit dem Staubsauger längs gelaufen ist. Das alles hätte uns erspart bleiben können, wenn er sich an die normalen Umbaumaßnahmen gehalten hätte. Wenn er dann eine Wand gezogen hätte. Aber das war ihr dann ja zu klein, also hat er es anders gemacht. Und wirklich, was das Verrückte ist, er ist ja vom Fach. Und immer, wenn ich jetzt die Autos in der Stadt laufen sehe, ich glaube, das sind 3 Autos, dieses lachende Gesicht auf dem Auto sehe, frage ich mich, das kann doch nicht angehen. Das ist eine Fachfirma, die dies gemacht hat. Übrigens, ein Telefonat habe ich dann doch noch geführt mit dem Firmeninhaber. Auch noch eine Mail geschrieben mit der Bitte, dass sich das ändert. Weil es gab auch Momente, ihr werdet das nicht glauben, also das war tatsächlich so. Wir hatten einen riesen Schneehaufen da und sie hat diesen Schneehaufen weggefegt. Er spart sich dadurch das Fitnesscenter. Es war wirklich unglaublich. Die Menschen, die das beobachten, die waren fassungslos, dass sie den Schnee auf die Straße geschoben hat. Diesen riesen Schneehaufen, der bei den Nachbarn vorm Fenster stand, auf dem Fußweg war, hat sie zur Seite geschoben, damit ihr Mann genau an dem Punkt ihr Auto parken konnte. Ein paar Tage später habe ich das gefilmt, im Beisein von, weil die Polizei sagt, ne, filmen Sie, nehmen Sie auf. Ich habe sie gebeten, es zu lassen.
Es ist ein Witz. Sie hat das mehrfach gemacht. Weil sie ja im Wahn ist. Sie wollte ja das Auto da hinstellen. Es ist eigentlich ein Witz. Man könnte darüber lachen, aber mir ist nicht zum Lachen. Ich finde es alles nur traurig, was da passiert ist. Ich finde es unglaublich traurig. Und es hätte alles verhindert werden können. Ich möchte und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass meine Mutter und ich hier wieder glücklich leben können, ganz zufrieden leben können, dass wir die Räume so nutzen können, wie sie vorgesehen haben, dass ich nicht im Schlafzimmer, was ich im Moment nicht mehr benutze, das kleine Zimmer, wo meine Mutter sonst ja auch geschlafen hat, nicht mehr benutzen kann, weil wir nebenan die Dusche laufen hören, genau hören, wo, auf welcher Höhe er jetzt sich gerade einschäumt und sein Hinterteil entgegenstreckt. Wir alles hören, wirklich aufs Kleinste. Und dies hätte alles verhindert werden können. Aber es war nicht gewollt. Aus welchen Gründen auch immer, die ein Mensch mit normalen, liebevollen Herzen niemals gemacht hätte, aber die uns leider passiert sind. Ich wünsche mir, dass die Behörden nicht nur wegschauen, wenn Menschen um Hilfe bitten, dass es Gesetze gibt. Gesetze können geändert werden. Es gibt Gesetze, die so irrsinnig sind, die ich einfach nicht nachvollziehen kann und nicht verstehen kann. Denn wenn ich am Strand stehe und draußen sehe, dass jemand in Seenot ist oder um sein Leben kämpft, weil er droht zu ertrinken, setze ich doch auch alles in die Wege oder versuche zur Hilfe, vielleicht eigene Hilfe zu leisten. Dann stehe ich doch nicht da und beobachte erstmal mal gucken, was noch passiert. Das mache ich nicht. Und hier ist das so gemacht worden. Es hätte vieles verhindert werden können. Vieles. Was leider nicht passiert und immer noch nicht passiert. Und das finde ich traurig. Auch uns wäre vieles erspart geblieben. Und wie gesagt, mein Wunsch ist es, dass wir hier wieder friedlich leben können. Dass wir nicht Tag für Tag extrem beschallt werden. Dass nicht, wenn Madame mal wieder auf die Idee kommt, einen Wutanfall zu kriegen, dies passiert. Und im Moment bin ich alleine hier. Ich halte mich tagsüber hier auf, am Wochenende sowieso nicht. Ich muss ja oft nach dem Rechten sehen bei meiner Mutter, weil meine Mutter auch Hilfe braucht. Und unser beider Wunsch ist es, hier wieder in Frieden leben zu können. Das ist ihr größter Wunsch, hier wieder in Frieden leben zu können. Ganz entspannt, so wie wir das von früher her kennen. Diese Glück und diese Freude, die wir hier immer verbracht haben. So wie hier, wie es anfing. 1955. Genau an der Stelle, wo ich jetzt sitze. Ja. Ich möchte noch einen kurzen Nachsatz sagen, nach dem, was ich ja nun alles gesagt habe. Was mich natürlich auch total traurig macht, dass die Menschen, die versucht haben, mir zu helfen, unter anderem mein Freund mit der farbigen Hautfarbe und auch weitere Personen, dass auch denen gedroht worden ist. Und worüber ich total erschüttert war, einmal kam eben halt mein Freund nicht an. Und dann erhielt ich einen Anruf, dass er jetzt erstmal nicht mehr kommt. Unglaublich aber war, die Nachbarn, die hatten ihn abgefangen. Wirklich, ist nicht zu fassen, aber es war wirklich tatsächlich so. Die haben ihn hier vorne abgefangen und haben ihm unter anderem gedroht, wenn er nochmal hierher kommt, dann werden sie sagen, werden sie ihn anzeigen und sagen, er belästigt ihre Tochter. So, also genau das Gleiche wie mit der anderen Person, die ja angeblich die Tochter in die Küche gezerrt haben soll, um sie da zu belästigen. Ne? Und jeder weiß, farbiger Mann in einer weißen Welt hat auch in der heutigen Zeit leider sehr viele Unannehmlichkeiten. Und ja, es war eigentlich unglaublich traurig und schade, was ich nicht nachvollziehen kann. Wirklich, es tut mir also wirklich auch im Nachhinein leid, ja, dass ihm das passiert ist und so eigentlich es auch sehr riskant war, dass er noch weiter was macht, weil wir wollten das nicht, dass er, ne, gut, wir konnten natürlich sofort beweisen, dass das nicht stimmt, aber solche Methoden sind hier aufgelaufen. Also wenn du nicht machst das, was ich möchte, dann stresse ich dich halt, ne, dann drohe ich dir, damit ich meinen Willen kriege. Traurig, aber leider wahr. Jede Bemühung von uns,
die Nachbarn zum Umdenken zu bringen, brachte nichts. Uns wurde Mut zugesprochen durch die Polizei, durch die Anwälte, unter anderem auch nochmal ein Baurechtsanwalt, der 2013 sich auch nochmal bemüht hat, die Nachbarn zu stoppen, besonders das Bad so umzubauen, dass wir davon nicht belästigt werden, von den Geräuschen, die später bei Benutzung des Bades entstanden sind. Es brachte leider nur, dass sie auf die Briefe mit ihrer üblichen bösen Art reagierten, die unfassbar war. Jeder weitere Schritt für uns hätte enorme Kosten noch weiter verursacht. Ein wunderbarer Mann, der immer eine Telefonminute einrichtet für Menschen, die Fragen haben. Ich nenne ihn hier auch nicht mit Namen, jedenfalls ein sehr bekannter, der auch Bücher geschrieben hat, ein Anwalt, sprach mir auch Mut zu. Frau Becker, die dürfen nicht machen, was sie wollen da drüben. Halten Sie durch, lassen Sie sich nicht verjagen, das wollen Sie ja nur. Dies habe ich auch immer und immer wieder von der Polizei gehört. Aber wie lebt sich das an so einem Ort? An einem Ort, wo gezielt, wirklich gezielt darauf hingearbeitet wird, dem Nachbarn das Leben zur Hölle zu machen. Ganz gezielt und ganz bewusst auch auf Isolierung zu verzichten bei verschiedenen Umbauarbeiten. Dass es zur Folge hat, dass die Wohnqualität in unserem Haus also unzumutbar geworden ist. Und wenn ich mir vorstelle, dass 60 Jahre entspanntes Wohnen hier möglich war, mit den alten Vorgehensweisen beziehungsweise mit den alten Mitteln, die man damals zur Verfügung hatte, wie Styropor an den Wänden oder was auch immer, wirklich ein entspanntes Leben führen konnte und jetzt es absolut nicht mehr möglich ist. Ich glaube, ich brauche auch nicht ins Detail zu gehen, was es bedeutet, wenn man auf richtige Isolierung verzichtet. Wie ihr nun anhand des Planes sehen könnt, ist auch, wenn ich im Erdgeschoss stehe, im Flur stehe, in meiner Treppenhaus, ist auch dort das Poltern, Schaben, Wassergeräusche zu hören. Das ist auch eine ganz normale Reaktion, da es eine durchgezogene Betondecke ist. Und wenn man dann auf der anderen Seite auf die vorgeschriebene Isolierung verzichtet, nur aus dem Grund, weil der Raum dann schmaler werden könnte, wenn man sich was an die Wand macht. Es hört sich leider auch so an, dass unter den Fußbodenkacheln auch nichts ist, sonst würde man das Poltern und das Vernehmen des Schaben, wenn der Staubsauger darüber rollt, nichts weiter hören. So mussten wir zugucken, wie Schritt für Schritt für Schritt für Schritt unser Haus unbewohnbar gemacht worden wird. Oder extrem, dass wir Tag für Tag mit diesen Belästigungen leben müssen. Genau zu wissen, wo der Nachbar gerade ist, genau zu wissen und zu hören, wer wie wann zu Besuch kommt oder wie wann wir wieder extrem gestört werden. Traurig, aber leider wahr. Wirklich. Ich bedanke mich auf dieser Stelle bei allen, die uns Mut zugesprochen haben und uns geholfen haben. Es hätte nie so weit kommen können, wenn das Menschen sind, die Liebe im Herzen gehabt haben. Denn keiner handelt so wie die beiden, nach dem Motto, ich will das aber und dann ist es mir egal, was mit den Nachbarn ist. Ich hoffe sehr, dass der Tag kommt, dass hier in unserem Haushälfte wieder so ein schönes Wohnen möglich ist, wie es über 60 Jahre ging. Von 1954 bis 2007.